Herzlich willkommen bei der Veranstaltung Unterstützung beim Forschungsdatenmanagement aktuelle Entwicklungen. Mein Name ist Teresa Kalova und ich arbeite als Projektmanagerin im Projekt Fair Data Austria an der Universitätsbibliothek Wien. Es ist bereits das zweite Mal, dass diese Veranstaltung stattfindet und es ist eigentlich ein Grund zum Feiern, da genau diese Veranstaltung vor einem Jahr die Webinarreihe Forschungsdatenmanagement in Österreich gestartet hat. Die Webinarreihe Forschungsdatenmanagement in Österreich richtet sich an sowohl Forschende als auch Personen aus der Forschungsunterstützung und dient der Vernetzung, dem Austausch zum Thema Datenmanagement. Und wir beschäftigen uns mit verschiedenen Aspekten des Datenmanagements, wie man einen Datenmanagementplan verfasst oder wie man zum Beispiel die Tools GitHub und GitLab verwendet. Genau, bereits in den letzten 12 Monaten haben bereits 7 Webinare in dieser Reihe stattgefunden und dieses Jahr können wir uns noch auf weitere 5 freuen. Ich habe jetzt zum Anfang ein paar Regeln für das heutige Webinar. Ich würde Sie alle bitten, dass Sie das Mikrofon ausschalten, außer Sie eine Frage stellen wollen. Während der Vorträge können Sie dann Ihre Fragen in den Chat posten. Ich werde diese dann nach jedem Vortrag anonym vorlesen, aber Sie können dann auch nach dem jeweiligen Vortrag Ihre Fragen selber live stellen und das Mikrofon anschalten. Die Präsentationen werden aufgezeichnet, da haben Sie jetzt auch eine Meldung von Zoom bekommen. Dies betrifft eben wirklich direkt die Vorträge, aber nicht den Chat. Das heißt, da werden Sie wirklich anonym. Genau, wir haben heute ein volles Programm und wir können uns auf viele, viele spannende Vorträge freuen. Als erste wird uns Katharina Rieck vom FWF die Forschungsdatenpolicy des FWF vorstellen. Danach kommt Axel Quitt vom DIO, der über seine Erfahrungen als Data Steward sprechen wird. Danach geht es weiter in die Praxis. Diesmal wird es um die Unterstützung im Bereich Forschungsdatenmanagement an 2 großen österreichischen Universitäten gehen, die Universität Wien und die TU Wien. Und diese werden von Susanne Blumesberger und Barbara Sanchez vorgestellt. Und unseren letzten Vortrag haben wir auf Englisch geplant und das ist von Patrick Nanowski und Niall O'Brien von ISD Austria. Die beiden werden dann über deren Services im Bereich RDM an ISD Austria sprechen. Am Ende werden wir dann auch die Aufnahme stoppen und wir werden auch noch Zeit haben, um uns auszutauschen und in Diskussion zu kommen. Und da freuen wir uns sehr, wenn Sie auch Ihre Erfahrungen aus dem Bereich der Forschungsunterstützung einbringen. Genau, jetzt werde ich mal die Bildschirm. Genau, ich werde das mal stoppen. Wunderbar, einen Moment. Jetzt sehe ich Sie alle wieder. Super. Und ich werde gleich mal unsere erste Vortragende, Katharina Rieck, vorstellen. Katharina ist seit knapp 7 Jahren Open Science Managerin beim FWF, dem österreichischen Wissenschaftsfonds. Sie ist für die Entwicklung der Open Access Policy für Publikationen und Open Access Policy für Forschungsdaten zuständig und für den Bereich des Forschungsdatenmanagements generell. Sie ist außerdem verantwortlich für das Programm Referierte Publikationen zur Förderung von Open Access Publikationen und für den Open Research Data Pilot. Ein Pilotprogramm, das 2016 vom FWF für die Einreichung von Anträgen offen stand. Katharina Rieck vertritt den FWF bei diversen nationalen und internationalen Initiativen und Arbeitsgruppen, wie unter anderem bei Science Europe, Coalition S und dem Open Science Network Austria, der OANE. Katharina wird heute die FWF-Policy für Forschungsdatenmanagement vorstellen und sie freut sich besonders darauf, die Gelegenheit zu nutzen, auf ihre Fragen einzugehen. Bitte, Katharina. Danke für die einleitenden Worte. Ja,
Wie bereits gesagt worden ist, ich werde kurz zur Forschungsdatenpolicy des FWF präsentieren. Mein Fokus liegt aber tatsächlich, wie auch im gesamten Titel dieses Webinars, auf den Unterstützungsprozessen. Also auf der einen Seite, welche Unterstützungstools gibt es, aber auf der anderen Seite auch, wie können wir uns da gegenseitig unterstützen von Forschungsfördergeberseite zu Institutionenseite und umgekehrt. Beginnen möchte ich trotzdem, obwohl vermutlich sehr viele die Policy des FWFs kennen, kurz mit einer Information zur Policy des FWFs. Wir haben seit 1. Jänner 2019 eine Forschungsdatenpolicy, die verpflichtend einen Data Management Plan für alle bewilligten Projekte vorschreibt. Wir haben dazu ein Mindestset an Fragen definiert, das diesen DMP umfasst. Und das Template, das kennen vermutlich auch einige von Ihnen. Sie sehen es hier, das ist orientiert an dem Science Europe Template, von dem werde ich später auch noch näher darauf eingehen. Sie sehen hier, wir haben hier verschiedene Felder vordefiniert, wozu es dann unterschiedliche konkrete Fragen gibt, die dann von Wissenschaftlern ausgefüllt werden sollten und dann bei uns eingereicht werden sollten. Wie läuft das Ganze mit der Abwicklung ab? Der DMP muss zusammen mit dem Fördervertrag und dem PR-Abstract für ein genehmigtes Projekt eingereicht werden. Das heißt, wir verlangen nicht bei den Proposals oder bei den Anträgen, die eingereicht werden beim FF, einen DMP, aber ab dem Zeitpunkt, wo man als Wissenschaftler erfährt, man hat ein bewilligtes Projekt, diesem Zeitpunkt muss dann der DMP verfasst werden und dann eingereicht werden und ist dann auch Voraussetzung für den Projektstart. Beim FF selbst wird er Vollständigkeit überprüft. Er muss in der gleichen Sprache wie der Förderantrag verfasst sein. Das heißt, in den meisten Fällen ist das Englisch. Und der DMP sollte nur die wichtigsten Informationen enthalten und kann als lebendiges Dokument verstanden werden. Das heißt, kann im Laufe der Projektlaufzeit immer wieder abgedatet werden, wobei während der Projektlaufzeit diese Updates nicht an einen FF geschickt werden müssen, sondern erst dann mit dem Endbericht des Projekts wieder die Letztfassung des DMPs bei uns eingereicht werden muss. Zur Abwicklung beim FF selbst, also die Entgegennahme der DMPs läuft über das Programm ELAINE als Zusatzantrag beim jeweiligen Projekt. Ich habe schon angesprochen, es gibt eine Kontrolle der Vollständigkeit der DMP-Angaben durch die wissenschaftlichen Projektbetreuer in den Fachabteilungen des FWFs. Das heißt, es ist nicht wirklich eine Begutachtung in dem Sinn, dass es ein Review gibt, sondern es ist tatsächlich nur ein Check, ob die Felder ausgefüllt worden sind, ob das nachvollziehbar ist. Und da liegt der Schwerpunkt auf drei Aspekten. Die hängen zusammen mit der Open Data Policy des FWFs und gehen konkreter darauf ein. Wir schauen nämlich konkret, oder die Kollegen in den Fachabteilungen schauen nämlich konkret darauf, wird ein Repositorium genannt, das in RE3 Data gelistet ist, werden dort, wo dann auch die Daten abgelegt werden sollen oder werden. Der zweite wichtige Punkt ist die Nennung des Persistent Identifiers. Das heißt, gibt es eine DOI oder einen anderen Persistent Identifier, der dann für diese Datensets verwendet werden soll. Und auch die Frage der Nutzungslizenz, das heißt, wie können andere mit den Daten dann umgehen. Diese Aspekte sollten auf jeden Fall angesprochen werden im Data Management Plan, da sie sich eben auf die Open Data Policy beziehen. Wenn in den meisten Fällen, würde ich jetzt mal sagen, oder in vielen Fällen sind die Data Management Pläne so, dass es nur ein paar wenige Rücksprachen gibt, wenn es also mit den verantwortlichen Wissenschaftlern an den Forschungsstätten, sobald der aber dann entsprechend ist, dann wird er angenommen und dann kann der Projektstart beginnen. Bei zusätzlichen Rücksprachen, also das heißt, wenn die Kollegen in den Fachabteilungen Fragen haben, wenden die sich an mich unter anderem, beziehungsweise verweisen wir auch sehr gerne, oder das ist so der erste Schritt, den wir eigentlich machen, auf die Forschungsstätten und zu den forschungsunterstützenden Services im Bereich Forschungsdatenmanagement. Das führt mich gleich zur ersten interaktiven, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zur interaktiven Seite. Für uns ist es nämlich wichtig, als Fördergeber zu wissen, wen sollen wir denn an ihrer Forschungsstätte kontaktieren? Das heißt, wer ist an der Forschungsstätte für den DMP des FWFs verantwortlich? Gibt es da eine allgemeine E-Mail-Adresse, an die wir uns wenden können, hinter der verschiedene Personen sitzen? Oder ist das eine Person? Das heißt, da wäre es für uns sehr interessant oder wichtig, dass Sie uns diese Information mitteilen, damit wir eben hier gewährleisten können, dass die bestmöglichen Support für Wissenschaftler gegeben ist.
Ich würde Sie bitten, und jetzt schaue ich nur gerade, ich habe gesehen, im Chat tut sich was und ich hoffe, genau. Danke, Barbara. Ich habe einen Link erstellt, das ist ein Google Excel-File, da sollten Sie alle die Möglichkeit haben, auch zu kommentieren bzw. das zu bearbeiten. Das heißt, ich würde Sie bitten, wenn es ein Update aus Ihrer Forschungsstätte gibt, wer Ansprechperson oder Ansprechstelle für Forschungsdatenmanagement ist, dass Sie das direkt in dieser Liste einfüllen. Es sind ein paar Forschungsstätten schon vorgegeben. Lassen Sie sich da nicht irritieren. Das ist nur vom letzten Jahr. Also wie bereits angesprochen worden ist, vor einem Jahr hatten wir einen ähnlichen Workshop. Da haben sich schon einige Institutionen eingetragen in die Liste und die Institutionen selbst habe ich einfach nur rauskopiert. Das heißt, wenn Ihre Institution nicht aufscheint, einfach dazutragen. Wenn das jetzt zu schnell allerdings geht oder wenn Sie sagen, Sie brauchen da vielleicht sogar ein bisschen Rücksprache mit Ihrer Institution, dann können Sie mir das natürlich auch jederzeit gerne per E-Mail schicken, die Ansprechpersonen, und ich fülle das dann einfach selbst im Nachhinein aus. So, ich gehe jetzt trotzdem weiter bei der Präsentation. Das heißt, Sie können das dann auch später noch machen und eintragen in dieses Google Docs. Ich möchte Ihnen nämlich auch jetzt zeigen, wie Sie auch feststellen können, wie viele Data Management Pläne pro Forschungsstätte, also wie viele FAF Data Management Pläne pro Forschungsstätte auf der einen Seite eingereicht worden sind, beziehungsweise es regulär auch immer wieder gibt, wie Sie das selber auch überprüfen können. Da gibt es nämlich zwei Möglichkeiten, wie Sie recht einfach zu dieser Information kommen, wie viele Data Management Pläne gefragt sind. Diejenigen unter Ihnen, die in den Forschungsservices arbeiten, die kennen das wahrscheinlich schon, diesen Project Finder, den wir auf unserer Website haben. Dort werden nach jeder Kuratoriumssitzung, bei der Projekte bewilligt werden, diese Informationen zu den bewilligten Projekten auch eingespielt. Das heißt, ich habe hier markiert die Kuratoriumssitzung vom 10.05.2021. Das heißt, Sie können dann auch noch auf Ihre Forschungsstätte filtern. Das sehen Sie in dem Kästchen darunter. Das habe ich hier mit der Universität Wien gemacht. Und dann können Sie so alle kürzlich bewilligten Projekte herausfiltern und die müssen alle einen Data Management Plan auch legen. Beziehungsweise so gut wie alle. Es betrifft nicht alle Förderprogramme, aber zumindest gibt es Ihnen eine gute Übersicht. Förderprogramme, die das nicht betrifft, sind nämlich zum Beispiel selbstständige Publikationen, weil es hier nur um Buchförderungen geht. Das heißt, das ist jetzt kein wissenschaftliches Projekt vergleichbar mit anderen, sondern eben nur eine Förderung einer Buchpublikation. Aber es gibt Ihnen so eine gute Übersicht, was auf Sie zukommen könnte, wenn Sie das interessiert. Wenn Sie mehr daran interessiert sind, rückwirkend festzustellen, wie viele DMPs hat es denn im letzten Jahr zum Beispiel gegeben an meiner Forschungsstätte, dann kann ich Sie verweisen auf die FAF-Förderstatistik. Auch hier können Sie sich anschauen, wie viele Projekte auf der einen Seite insgesamt vom FAF bewilligt worden sind. Sie sehen das hier 2020, 1105 Projekte, die entschieden worden sind oder bewilligt worden sind. Sie können auch hier, und man sieht das links, ich habe es wieder gelb eingekastelt, nach Forschungseinrichtungen filtern und sehen dann, wie viele Projekte bewilligt worden sind. Da bitte auch nicht irritieren lassen von 72,2 an der Universität Wien. Dieses Komma 2, das ergibt sich daraus, dass einzelne Projekte prozentuell an unterschiedlichen Forschungsstätten stattfinden können. Das heißt, hier gibt es diese Kommazahlen, aber man kann sagen, 72% Projekte sind bewilligt worden an der Universität Wien. Das heißt, für den Großteil dieser Projekte hat es einen DMP geben müssen. Wie gesagt, wieder mit dieser Ausnahme, selbstständige Publikationen trifft es nicht zu. Weitere DMP-Hilfestellungen, etwas, das ich sehr oft höre, betrifft Beispiel-DMPs. Also wo finde ich Beispiele für Data-Management-Pläne für verschiedene Disziplinen? Ich habe hier verschiedene Websites nochmal herausgesucht. Die finden Sie dann auch auf unserer Webseite. Also wir verlinken jetzt schon aufs Digital Curation Center. Das heißt, hier gibt es verschiedene Data-Management-Pläne, die man sich anschauen kann. Es gibt etliche auf DMP Online und DMP Catalog von Liba Europe. Das heißt, hier gibt es die Möglichkeit, dass man sich Beispiele eben anschaut für unterschiedliche Disziplinen. Eine weitere Hilfestellung, die ich Ihnen sehr empfehlen kann, ist der Science Europe Data Management Plan Evaluation Rubric. Das ist ein Dokument, das ist 2021 veröffentlicht worden. Bevor ich näher darauf eingehe, nur ganz kurz zu Science Europe. Man hört es immer wieder, wer ist eigentlich Science Europe? Science Europe setzt sich zusammen aus europäischen Research Funding Organizations und Research Performing Organizations. Und Sie sehen es hier, das ist wirklich ganz breit gestreut. Ganz Europa oder die verschiedenen Länder sind da vertreten. Und diese,
diese verschiedenen, und man versucht Harmonisierungen in Dokumenten zu erstellen, also harmonisiertes Vorgehen. Und es gibt unter anderem, es gibt verschiedene Arbeitsgruppen und unter anderem eine on Research Data, an der auch ich teilnehme. Diese Arbeitsgruppe hat vor ein paar Jahren schon, 2020 ist es dann erschienen, wurden Core Recommendations for Data Management Pläne kreiert. Und diese bilden sozusagen ein Grundgerüst für einen Data Management Plan, also so wirklich die grundsätzlichen Fragen. Dann haben das verschiedene Science Europe Member Organizations auch umgesetzt und Sie können das hier anschauen, wie das die verschiedenen Organisationen gemacht haben. Der FEF ist auch einer davon, also unser DMP-Template ist zum Beispiel sehr stark angelehnt. Es ist nicht 1:1, aber es ist ziemlich genau dasselbe, was auch bei Science Europe dort drinnen steht. Was ist jetzt neu 2021? Was ist dieser Evaluation Rubric? Das ist eine Art Guidance for Reviewers. Sie sehen es auch hier, das ist dieser grüne und letzte Teil dann. Also dieses Dokument setzt sich dann eben zusammen aus den Core Requirements, dann das Trustworthy Repositories, wie die aussehen sollen, und dann die Guidance for Researchers und jetzt auch Guidance for Reviewers. Aber was bedeutet das konkret? Das bedeutet für Sie als Evaluatoren von Data Management Plänen oder für Gutachter oder eben aus, im Support von Wissenschaftlern bei der Erstellung von Research Data Management Plänen, können Sie dieses Dokument heranziehen. Und Sie sehen hier, wie das aufgebaut ist. Auf der einen Seite, auf der linken Seite, sieht man wieder diese Abschnitte. Man sieht hier, wie beim FEF-Template, es gibt da eine Fragestellung, zum Beispiel, how will new data be collected or produced and or how will existing data be reused? Dann gibt es diese Guidance. Beim FEF haben wir hier Fragen formuliert. Hier beim Science Europe-Template sind das eben Statements. Und dann dieser dritte Teil, den ich auch wieder hier in gelb umrandet habe. Hier geht es darum, sagen zu können, was sind jetzt Antworten, die tatsächlich zufriedenstellend sind und was sind Antworten beim Data Management Plan, die vielleicht noch nicht zufriedenstellend sind oder nicht sufficiently addressed sind, eben nicht, wo es noch Verbesserungspotenzial gibt. Das heißt, Sie können das wirklich so als eine Art Vorlage vielleicht auch für sich selbst verwenden in der Beratung und schauen eben, wo befindet man sich hier. Es wurde auch diskutiert im Entstehungsprozess, wie gesagt, ich war in dieser Arbeitsgruppe dabei, sollte es nicht vielleicht auch so etwas geben wie so eine mittlere Kategorie, so halb erfüllt oder so mittelmäßig erfüllt. Wir haben uns dann aber nach langen Diskussionen dagegen entschieden, weil sonst in den meisten Fällen nimmt man dann die mittlere Spalte. Das heißt, um hier eben klare Antworten zu haben oder haben zu können, haben wir uns entschieden, hier sufficiently addressed oder insufficiently addressed zu nehmen. Auf ein weiteres Dokument, auf das ich Sie gerne hinweisen möchte, auch wieder von Science Europe erstellt, das eine andere Unterarbeitsgruppe, in der war ich nicht beteiligt, aber das haben die Kollegen gemacht. Und ich finde, das ist ein sehr praktisches Dokument, ist der Practical Guide to Sustainable Research Data. Was will man mit diesem Dokument? Also es geht darum, das ist eine Art, also im Englischen nennen Maturity Matrices, es ist so Reifegradmodelle. Das heißt, man kann das nutzen, um für die eigene Institution, und das kann sein für Research Funding Organization, Research Performing Organization oder Research Data Infrastructure, herauszufinden, auf einer mehr strategischen Ebene, wo befinde ich mich gerade mit meiner Institution, wo gibt es Verbesserungspotenziale im Bereich eben Sustainable Research Data, wie kann ich an meiner Organisation hier, was sind die Entwicklungspotenziale und wie kann ich mich hier einstufen? Klarer wird es noch, wenn man das jetzt sieht. Also es gibt verschiedene Maturity Level Areas. Das heißt, es wird auf verschiedenen Ebenen, und das teilt sich ein in Organizational Engagement and Commitment, Policy Environment, Financial Aspects Training, Technical Preparedness, Communication and Awareness Training. Und dann gibt es verschiedene Abstufungen, diese Progression Steps, die man sich anschauen kann und dann entscheiden kann, wo befinde ich mich mit meiner Institution eigentlich gerade. Und da gibt es diese Abstufung Plans to Develop. Das heißt, man hat eine gewisse Awareness für das Thema. Man weiß, okay, da gibt es, wir sollten da etwas machen und wir müssen eine Strategie entwickeln. Development Ongoing, das heißt, hier gibt es bereits Aktivitäten in diesem Bereich, wie zum Beispiel dem Organizational Engagement and Commitment. Aber es gibt auch noch Refinements, also Verbesserungspotenziale in diesem Bereich. Und der dritte Progression Step ist Developed on Organizational Level. Das heißt, man ist schon sehr weit in dem Bereich, hat schon sehr viel erreicht, aber es gibt vielleicht auch noch immer
noch immer ein Verbesserungspotenzial oder Änderungen, die man machen kann. Und da gibt es dann eben diese Further Advancement and Alignment. Das wäre dann diese letzte Spalte. Das heißt aber, das ist nicht gedacht, um sich da jetzt untereinander zu vergleichen, sondern tatsächlich für die eigene Institution und für die Strategieentwicklung eben zu schauen, wo sind meine Entwicklungspotenziale, wie kann man sich und die Organisation weiterentwickeln. Genau, da auch nochmal da zum Beispiel auch für den Bereich des Trainings. Gut, das war es schon von meiner Seite. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, und ich habe gesehen, es ist im Chat auch einiges passiert, ich habe jetzt noch nicht lesen können, was dort ist, aber dann ja, gerne melden. Und wie gesagt, wenn Sie generelle Fragen auch später nach dem Vortrag noch haben oder nach dieser Veranstaltung, können Sie sich jederzeit gerne bei mir melden. Vielen Dank, Katharina, für diese praxisnahe, niederschwellige Vorstellung der Policy und auch die wirklich praktischen Tipps für die DMP-Beratung. Ich sehe da jetzt eine Frage im Chat. Wie detailliert wird die Vollständigkeit des ersten DMP geprüft, außer Registrierung des Repositoriums, DOI und Lizenzen? Nur ob alle Kapitel ausgefüllt sind? Und wie wird der DMP nach Projektende geprüft? Genauso? In dieser ersten Prüfung, da geht es tatsächlich darum, dass alle Felder ausgefüllt sind. Das heißt, wir schauen schon, sind überall diese Fragen beantwortet, und da speziell wird nachgefragt bei den Bereichen, die ich eben erwähnt habe, die Registrierung und so weiter. Aber grundsätzlich wird schon der gesamte DMP auf Vollständigkeit, wird geschaut, ob er vollständig ist und ob die einzelnen Fragen beantwortet sind. Nach Projektende, wie das geprüft wird. Also es wird eingereicht mit dem Projektendbericht, und dann wird es nur mehr überprüft, ob er da ist und ob auch wieder, ob es Veränderungen gegeben hat. Hier ist die Überprüfung weniger detailliert, das kann ich schon sagen. Beziehungsweise wir müssen hier erst einen konkreten Workflow auch noch weiterentwickeln. Es gibt zurzeit einen, aber wir haben derzeit erst 3 Projekte, die tatsächlich beendet worden sind und die einen DMP mit eingereicht haben. Das heißt, diese Entwicklung wird es jetzt dann in den nächsten Monaten geben, wo wir schauen, wie konkret dieser Prozess ablaufen wird. Aber es läuft eben anders und nicht über die Fachabteilungen, die das extra nochmal kontrollieren. Vielen Dank. Gibt es denn andere Fragen? Sie können gerne in den Chat schreiben oder einfach das Mikro anmachen. Okay, dann hätte ich noch eine Frage an dich, Katharina. Was würdest du sagen, deiner Meinung nach, das Thema, worüber sich Personen aus der Forschungsunterstützung am meisten beschweren über diese Policy? Was ist die größte Herausforderung dabei? Größte Herausforderung? Also ein Thema, was wirklich tatsächlich immer wieder kommt, ist dieses Thema Beispiel-DMPs. Deswegen habe ich das auch gleich in den Folien eingebracht. Wie soll sowas ausschauen? Wie soll das in den verschiedenen Disziplinen ausschauen? Themen, die schon auch immer wieder auftreten, vielleicht nicht konkret aus dem Forschungssupport, aber generell, wie sieht es aus mit Open Data? Gibt es oft Missverständnisse bei den Wissenschaftlern, die tatsächlich meinen, der FAF verlangt jetzt, alle Daten sollen offen sein, was natürlich nicht der Fall ist, sondern dieses Konzept Fair Data, Open Data, hier diese Unterschiede einfach nochmal erklären, dass das passiert öfter oder das muss öfter gemacht werden. Und auch eine Frage, die vielleicht auch interessant sein könnte, bezüglich internationale Projekte, weil der FAF natürlich auch internationale Projekte fördert. Da ist es so, dass der DMP des FAFs auch nur für den Teil des FAFs dann auch ausgefüllt werden muss. Da gibt es öfter die Frage, muss ich das mit meinem gesamten internationalen Konsortium dann machen? Oder müssen auch die Daten beschrieben werden, die da jetzt bei anderen Kollegen im Ausland produziert werden? Für uns ist es zumindest jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nur notwendig, dass eben das beschrieben wird, was im Rahmen des FAF-Teils produziert wird. Alles klar, vielen Dank. Gibt es denn noch andere Fragen? Genau, haben wir noch eine Frage im Chat. In welchem Umfang werden FDM-Kosten angemeldet und vom FAF übernommen? Sehr interessante Frage. Bitte, Katharina. Das wird noch sehr selten angeführt. Also man kann um Kosten für die Archivierung, für die Zurverfügungstellung von Daten beantragen im Rahmen des Antrags, des Projektantrags.
das, wie gesagt, ist eine Kostenkategorie, die sehr selten in Anspruch genommen wird. Ich gehe davon aus, dass es deshalb ist, weil das Thema Data Management jetzt doch noch nicht so gängig ist und dass man sich diese Fragen oft noch nicht gestellt hat zu dem Zeitpunkt. Was wir aber schon sehen, ist, dass tatsächlich auch, dass diese Fragen dann häufig tatsächlich später dann kommen, während der Projektlaufzeit, dass man dann merkt, na, wie schaut es jetzt eigentlich aus, wie kann ich das eigentlich finanzieren? Genau, das heißt, angefragt wird noch wenig, aber vielleicht wird es noch mehr. Also es ist wahrscheinlich auch ein Entwicklungsprozess. Dankeschön, da haben wir dann noch eine Frage. Gibt es Pläne bezüglich MADMPs, EDMP? Wir sind in Gesprächen mit Thomas Mikscher und der TU Wien bezüglich Machine Actionable DMPs, diese MADMPs. Und wir werden auch heute noch hören von eher so einem Tool, also von Patrick Danowski, der da was erklären wird dazu. Zumindest ein bisschen. also wir sind in Gesprächen dazu. Für uns ist es nur immer wichtig, wir können einfach, weil das ist auch an mich schon herangetragen worden, für uns ist es wichtig, wir können nicht ganz viele unterschiedliche Templates annehmen, weil wir eben diese Überprüfung machen müssen und es muss einfach sichergestellt werden, dass es relativ einfach ist und schnell auch möglich ist, diese Vollständigkeitsüberprüfungen zu machen. Wenn jedes Template dann anders aussieht, dann ist es schwierig für die Kollegen in den Fachabteilungen, jedes Mal eine neue Orientierung notwendig ist. Allerdings, wenn es einige Forschungsstätten gibt, die sich zusammenschließen und die sagen, okay, wir haben jetzt ein Tool und das spuckt uns den DMP und das, also wenn das jetzt mehr als nur zwei sind, wenn es eine größere Gruppe an Forschungsstätten ist, und am Ende schaut das Dokument dann anders aus als unser Template, dann bitte an uns herantreten, dann können wir uns das überlegen, ob wir auch diese anderen Templates dann übernehmen. Aber wie gesagt, wenn jetzt jede Institution ein anderes Tool integriert und dann jedes Template anders ausschaut, dann ist es für uns schwieriger in der Administration und genau. Deshalb derzeit eher nicht möglich, aber gerne an uns herantreten. Okay, dann haben wir noch eine Nachfrage, ob es eine Aktualisierung der DMP-Vorlage vom FFF geplant ist. Ja, genau, die gibt es. Ein Update ist in Planung. Ich würde jetzt mal sagen 2022, dass es da ein neues Template dann geben wird. Es heißt jetzt aber nicht, dass das Template ganz neu und anders ausschauen wird. Es soll einfach nur darum, es geht nur darum, dass einzelne Punkte, die vielleicht jetzt noch unklar sind im Template oder die, wo es einfach öfter Fragen gibt, dass die einfach noch klarer formuliert werden oder klarere Fragen da sind. Und zusätzlich streben wir natürlich schon auch an, dass dann auch diese Evaluation Rubric passend dann auch für unser Template da ist. Das heißt, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, im Forschungssupport das, dieses eine Dokument zu nutzen und dann als Vorlage vielleicht auch heranzusehen. Okay, vielen Dank. Wir haben jetzt keine weiteren Fragen im Chat. Ich würde dich noch zum Abschluss fragen oder dich bitten, dass du in einem Satz was Nettes an unsere Kolleginnen und Kollegen aus der FDM-Unterstützung sagst. Eine Botschaft von FDF. Eine Botschaft von FDF. wir sind froh, wenn wir genug Ansprechpersonen haben, die wir kontaktieren können. Und wir sind froh, dass sie die Arbeit machen. Und wenn es Fragen gibt, auch an den Forschungsfördergeber, an uns eben, dann bitte jederzeit melden. Wir sind froh, wenn wir da kooperieren können oder zusammenarbeiten können, damit man Forschungsdatenmanagement einfach in Österreich voranbringt. Und ich glaube, das war die Message. Vielen Dank, das war eine sehr schöne Message und wir freuen uns auch sehr, mit dir und mit dem FDF generell zusammenzuarbeiten. Okay, jetzt würde ich dann gerne unseren nächsten Vortragenden vorstellen. Das ist der Axel Quitt. Axel Quitt hat mehrere Jahre Praxis in Hard- und Softwareentwicklung und seit 25 Jahren ist er als Unternehmensberater und Business Architect mit dem Industrieschwerpunkten Telekommunikation, Energie und produzierenden Unternehmen tätig. Er unterrichtete IT-Strategie, Professional Services und Data Analytics an unterschiedlichen Universitäten und Fachhochschulen wie der Donau-Uni Krems, dem Technikum Wien und aktuell auch an der FH Burgenland. Sein aktueller Arbeitsschwerpunkt für die Data Intelligence Offensive, die DIO, eine Non-Profit-Organisation, umfasst im Rahmen der digitalen Transformation die Einbindung von Wertschöpfungsketten in Datenökonomien.
In seiner heutigen Präsentation wird Axel über seine Erfahrungen als Data Steward für den Call IKT der Zukunft der FFG berichten. Axel, bitteschön. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier als Gast ein bisschen über die Erfahrungen plaudern zu können, die im Zuge dieses noch laufenden Calls bereits gemacht wurden. Der teilt sich ja auch in mehrere Phasen. Und damit ich das ein bisschen strukturiert darstellen kann, ganz kurz mir bitte erlauben, meine Präsentation zu teilen. Ja, wer ist die Dio? Wir sind hier neu in dieser Runde und noch einmal danke für diese sehr nette Einladung, hier ein bisschen aus der Praxis zu plaudern. Wer ist die Dio? Die Data Intelligence Offensive. Da gibt es eine Historie dazu. Es gab das Horizon 2020 Projekt Data Market Austria. Und im Zuge dieses Projekts haben sich einige Forschungspartner und Entwicklungspartner gefunden und immer stärker dieses Thema Datenökonomie sich auf die Fahnen geschrieben. Und wenn man Datenökonomie betrachtet, also sozusagen die gesamte Datenwirtschaft, dann hat sich die Data Intelligence Offensive dem verschrieben, diesen Übergang in die Datenwirtschaft zu unterstützen. Egal, ob es sich um forschende Organisationen handelt oder ob es sich um Unternehmen handelt, die hier im Zuge der digitalen Transformation vor bisher noch nicht bewältigten Aufgabenstellungen stehen. Arbeiten tut die DIO hauptsächlich im Sinne einer Netzwerkorganisation. Und was wir ebenfalls machen, wir arbeiten in sogenannten Arbeitsgruppen, die dann letztlich auch sich in Datenkreisen widerspiegeln sollen, also wo tatsächlich auch bestimmte Use Cases umgesetzt werden sollen, wo sich vor allem mehr als eine Organisation in dem Datenkreis findet und sich gegenseitig hier beim Austausch von Daten, beim Sharen von Daten, also gerade das, was hier im Zuge der Datenökonomie das Relevante ist, sich wiederzufinden. Was ist jetzt sozusagen, oder wie bin ich zu der ganzen Sache gekommen? Die Forschungsförderungsgesellschaft hat für diesen IKT-Call der Zukunft oder IKT der Zukunft-Call auch gefordert, erstmalig einen Data Management Plan mit einzureichen. Also hier vielleicht ein paar ganz sanfte Unterschiede zur Vorgehensweise vom FWF. Hier ist die Einreichung des DMP bereits mit der Projektabgabe erforderlich. Aber es war natürlich auch dem FFG klar, es ist was Neues, es ist eine neue Vorgehensweise und so etwas geht typischerweise nicht ganz funktionsfrei von sich. Und daher gab es durchaus Überlegungen, diese Vorgehensweise oder diese Forderung nach dem DMP auch zu unterstützen. Und in diesem Zusammenhang hat man auch mit der DIO gesprochen, mit der Data Intelligence Offensive, und sich überlegt, wie kann denn am besten so eine Unterstützung aussehen. Ich komme gleich noch einmal im Detail dazu. Was sehr spannend ist, auch schon im ersten Vortrag angesprochen wurde, was sind Best Practice für Data Management Pläne? Diese Frage taucht unmittelbar auf, sozusagen, wo kann ich mir schon Anleihen nehmen für mein eigenes Vorhaben? Wo kann ich schon sehen, wo jemand andere Erfahrung gesammelt hat? Und gut gemeint ist aber durchaus manchmal kontraproduktiv. Was passiert ist, war im Zuge der ersten Diskussionen und dem Zusammenbringen von Projektkonsortien gab es auch eine Präsentation, wo Data Management Pläne vorgestellt wurden, wo man auch den Rahmen, das was schon angesprochen wurde, DMP Online, wo kann man zu Templates kommen. Und was wurde dort auch vorgestellt? Da war dann dieser Data Management Plan vom Projekt Data Management Austria,
Und dieser Schuss ist eigentlich nach hinten losgegangen, weil er mehr zur Verunsicherung geführt hat, als tatsächlich zur Aufklärung beigetragen hat. Warum? Data Management Austria war ein sehr großes, ein sehr langlaufendes Projekt, über gut 3 Jahre, mit 16 Forschungspartnern und auch einem sehr, sage ich, ambitionierten Ziel, hier eine Datenmanagement-Plattform zu schaffen, also Datenmanagement-Plattform, eine Datenhandelsplattform zu schaffen, die die Datenökonomie in Zukunft fördern und forcieren soll. Damit war natürlich der Data Management Plan, der dort auch als Deliverable vorgesehen war, ich würde mal sagen, fast auch ein Monster. Und in diesem Zusammenhang, wenn man das natürlich präsentiert, hat sich das Auditorium etwas begonnen, unwohl zu fühlen. Und um Gottes Willen, das wird von uns ebenfalls verlangt. Ich würde sagen, unmittelbar nach dieser Präsentation eigentlich gleich die Hölle los. Und vor allem auch diese Botschaft, die wir immer wieder auch zusammen mit Barbara getrieben haben, das ist eine Unterstützung, ja, und nicht wieder eine zusätzliche formale Herausforderung, sondern das soll ja dem Antragsteller helfen, sich seine Gedanken zu konsolidieren und zu Papier zu bringen. Das ist hier in dieser, zumindest in diesem Workshop, komplett schief gegangen. Die Idee, die sich aus dieser Aufgabenstellung herauskristallisiert hat, war: Wenn das jetzt etwas Neues ist, wie können wir am besten unterstützen? Und hier war die Überlegung, auch einen Ansprechpartner möglichst mit Erfahrungen aus der Wirtschaft zu holen. Deswegen ist man dann letztlich vielleicht auch auf mich gekommen und hier im Sinne eines Data Stewards eine Begleitung über diese gesamte Phase, also nicht nur ein punktuelles Ansprechen und ein punktuelles Wir wünschen uns, sondern auch wir geben Ihnen als Antragsteller, als Einreichende, als Forschende, wir geben Ihnen einen Ansprechpartner, der hier aus seiner Erfahrung mit Ihnen gemeinsam an diesem Data Management Plan arbeiten kann, Quality Reviews durchziehen kann, jetzt aber nicht im Sinne der Abgabe selber, sondern der Vorbereitung auf die Abgabe und der hier ein bisschen Know-how entsprechend einbringt, wie man mit bestimmten Punkten in diesen Data Management Plänen umgeht. Ja. Jetzt ist Data Steward ein einerseits besetzter Begriff in der Wirtschaft, auf der anderen Seite etwas, was sich durchaus beginnt, gerade sehr dynamisch zu entwickeln. Und daher habe ich mir erlaubt, hier noch einen ganz kurzen Blick in dieses Thema Data Stewardship hinein zu geben. Was ist so typischerweise ein Data Steward? Das ist im Endeffekt jemand, der den Domänenwissenden Bin ich zu laut oder warum hat man mich stumm geschalten? Okay. Kann man mich wieder hören? Ja. Ja. Okay. Also der den Domänenwissenden hilft, die Daten zu strukturieren, einen Blick auf die Datenqualität hat und auch unterstützt bei der Beschreibung dieser Daten, also das, was man im Großen und Ganzen unter dem Metadata-Management versteht. Wie man jetzt die Rolle anlegt, das ist in sehr vielen Organisationen auch sehr, sehr unterschiedlich. Auch die Positionierung des Data Stewards in der Organisation selbst ist sehr, sehr unterschiedlich gelebt. Interessanterweise wird allerdings neben den Rollen, die jetzt in der Digitalisierung sich schon sehr stark etabliert haben, wie ein Data Scientist und ein Data Engineer, auch die Frage nach oder die Nachfrage nach diesen Data Stewards insgesamt immer etwas größer. Was kann jetzt der Input von so einem Data Steward sein? Wichtig war für mich auch der Einsatz entlang des gesamten Prozesses.
Das heißt, immer wieder in Kontakt zu treten mit den Forschenden, mit den einreichenden Organisationen. Und natürlich waren dann auch immer Fragen, die an mich herangetragen wurden. Wo bekomme ich jetzt eine Vorlage her? Das hatten wir relativ rasch geklärt. Aber dann war natürlich die Vorlage, wie sie beispielsweise hier aus dem DMP online gekommen ist, durchaus ein bisschen unübersichtlich und vor allem auch immer wieder diese, muss ich jetzt alles ausfüllen? Muss da jetzt jede Frage beantwortet sein? Oft zielen ja Fragen auch dahin, dass sie erst während der Forschungsarbeit, der Entwicklungsarbeit gelöst werden können. Naja, dann ist ja aber auch selbstverständlich, dass ich hier jetzt noch keine endgültige Antwort einsetzen kann. Und meine Empfehlung an die Einreichenden war, sich auch hier wirklich Schwerpunkte zu setzen, die sozusagen aus der Charakteristik des Projekts heraus sich kristallisieren. Wir haben dann mit mehreren Organisationen und mehreren Workshops begonnen, eine Wissenslandkarte auch zum DMP zu erstellen. Das heißt, wir hatten hier zwei Workshops mit, ich glaube, insgesamt über 100 Teilnehmern und haben im Zuge einer Moderation dieses virtuellen Workshops, das war ja gerade während des Lockdowns auch nicht ganz einfach, sozusagen das Know-how und die Erfahrungshintergründe von Organisationen auch eingebracht, die schon DMPs ausgefüllt hatten, die schon mit DMPs gearbeitet hatten, die schon auch eine Rolle zum Data Management in ihrer Organisation mehr oder minder etabliert haben. Und das haben wir hier entsprechend auch dann moderiert, zusammengefasst, visualisiert und das Ganze kann man dann auch letztlich immer noch nachlesen. Das heißt, wenn wieder solche Aufgabenstellungen anstehen, dann ist die Information noch immer verfügbar. Was sehr spannend war und was ich sehr begrüßt habe, war die Offenheit der forschenden Organisationen, die sich mit mir in Verbindung gesetzt haben. Das war ein wirklich wunderbares, dauerhaftes Frage- und Antwortspiel. Dazu gab es dann einfach zwei Ausprägungen, wie ich letztlich auch im Zuge des Coachings unterstützt habe, die Einreichenden mit Know-how. Auf der einen Seite gab es diese typischen Frequently Asked Questions. Was ist immer gekommen? Ja, teilweise hatten wir das in Workshops, teilweise nach den Workshops in 4, 5 E-Mails von unterschiedlichen Organisationen noch einmal nachgefragt. Ja. Ein Beispiel hier vielleicht auf der linken Seite, die zweite Zeile war dieses DMP Online Tool. Das ist ein Cloud Service. Immer wieder die Frage, kann ich dem vertrauen? Was passiert, wenn ich das da jetzt reinschreibe? Ja, also hier gibt es dementsprechend Richtlinien und man kann sagen, ja, will ich als Organisation das tun? Und wenn ich es aber nicht tun will und wenn ich nicht vertraue, was für Wege kann ich dann beschreiten? Und dann haben sich so im Zuge der Reviews, ich habe da einige Data Management Pläne letztlich auch von den Forschenden zugesandt bekommen, die meine Meinung dazu wissen wollten, wobei ich jetzt nicht der Begutachter war, der letztlich über Wohl oder Wehe einer Einreichung entscheiden würde, sondern letztlich einfach nur aus der fachlichen Sicht den Forschenden und Entwicklenden zu unterstützen, hier entsprechend seinen Data Management Plan auch gut zu gestalten, sodass man was damit anfangen kann. Und hier möchte ich bitte nochmal betonen, weil ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, gerade dieser Data Management Plan ist ein Hilfsmittel, das ist ein Werkzeug, das unterstützt auch die Gedanken oder den Gedanken eine Klarheit zu verleihen, was tue ich hier überhaupt und wie wirkt sich das auf den Datenbestand auf? Ja? Und ich habe das sehr oft auch in den Data Management Plänen hier gesehen. Die waren, naja, manchmal ein besseres Excel-Sheet, wo man dann sich überlegt hat, naja, okay, ich kann zwar sehr rasch sehen, die einzelnen Felder sind ausgefüllt, aber was ist jetzt der Nutzen daran? Und hier war mein Feedback auch an die
Kollegen und Kolleginnen immer wieder, bitte denkt an den Leser, denkt an den Reviewer, ja, und denkt vielleicht an den nächsten Forschenden, der auf ähnliche Aufgabenstellungen zurückgreift. Man hat nichts von einem unleserlichen Data Management Plan, sondern in gewisser Weise, ja, wenn das Ding eine, ja, Struktur möchte ich jetzt nicht sagen, aber eine gewisse Abfolge hat, wo man auch fast wie in einer Publikation Interesse weckt, dann tut es dem Data Management Plan von Anfang an sehr gut. Das Fazit aus all diesen Arbeiten, das ich jetzt aber auch für mich gezogen habe, unabhängig von den Data Management Plänen und meinem Input, ist, an die Data Steward selbst stellen sich bekannte Herausforderungen, aber auch teilweise völlig neue. Ganz klassisch als Data Steward die Arbeit, wo sind die Daten, wo kommen die Daten her, wie beschreibe ich die Daten, wie kann ich unterstützen, dass diese Daten wiedergefunden, wiederverwendet werden und gut interpretierbar sind und ähnliches. Das sind die klassischen Anforderungen, die oder denen sich Data Stewards schon seit langer Zeit stellen müssen. Neu kommt hinzu, aus den unterschiedlichen Organisationen, tja, das Ganze muss schnell gehen. Wer kennt denn das Ganze? Wie kann derjenige unterstützen, dass ich möglichst rasch mit meinen Themen sozusagen an den Markt komme? Hier kommt das jetzt vielleicht weniger aus der wissenschaftlichen Seite, sondern aus der ökonomischen Seite. Time to market. Wer als erster da ist, hat einen Marktvorteil. Und das sind jetzt ganz neue Themen, die sich den Data Steward stellen, die eigentlich die Rolle des Data Stewards auf der einen Seite stärker in den analytischen Bereich verändern. Das heißt, er sollte auch eine Ahnung von analytischen Werkzeugen haben und die sich ebenso stark verändern an eine durchaus beratende Rolle oder die Rolle eines Consultants, damit man eben auch im Interview, in der persönlichen Beziehung, in der Recherche die Domainwissenden besser bedienen kann und ihnen hilft, ihre Informationen sehr viel rascher zur Wirkung zu bringen, sei es jetzt im Sinne eines Papers oder sei es im Sinne eines neu zu entwickelnden Produkts. Und gerade hier spielen die Daten als Produkt eine immer stärkere Rolle und je stärker diese Rolle oder je stärker die Ausprägung der Daten als Produkt wahrnehmbar ist, umso stärker wird sich diese Anforderung auch an die Rolle des Data Stewards heranbringen. Vielen herzlichen Dank von meiner Seite. Für Ihre Fragen stehe ich jetzt zur Verfügung. Vielen Dank für den spannenden Vortrag, Axel. Das war jetzt für mich und ich bin mir sicher auch für einige der Teilnehmenden ein neuer Blick auf das Thema Data Stewardship und auf die Rolle des Data Stewards, weil im Hochschulbereich sich diese Rolle in letzter Zeit etabliert und man würde behaupten, dass es da große Unterschiede gibt zwischen der Rolle in der Wissenschaft und so wirtschaftsnah, wie du arbeitest. Aber eigentlich habe ich jetzt gemerkt in deinem Vortrag, dass es da doch einige Punkte gibt, die sehr ähnlich sind, vor allem in der Begleitung der Forschenden während einer Antragstellung und während man einen Datenmanagementplan ausfüllt und Datenmanagement betreibt. Vielen Dank. Gibt es da Fragen an Axel? Gerne einfach das Mikro anmachen und freisprechen. Also diese Beobachtung kann ich ja bestätigen, das war auch für mich in dieser Ausprägung neu, weil für mich doch auch die forschende Welt durchaus ein bisschen ein neues Umfeld war und daher freue ich mich, dass das auch sehr gut aufgenommen worden ist. Ja. Das Ganze ist ja der Call auch noch nicht zu Ende. Der geht ja dann letztlich noch weiter. Und was man sich als nächsten Schritt überlegt hat, wenn die eingereichten Projekte dann letztlich zugeschlagen werden, dann kann jedes dieser Projekte mich sozusagen auch als Consultant für einen begrenzten Zeitraum für diese Data Management Vorhaben buchen. Ja, das ist auch in diesem Auftrag enthalten. Das klingt sehr gut und sehr hilfreich, sicher für die Forschende.
Gibt es da Fragen auch vielleicht von den anderen Vortragenden, wenn nicht von den Teilnehmenden? Ich hätte vielleicht nur kurz eine Frage. Entspricht es dann auch einer Art Train-the-Trainer-Effekt? Also nutzen das dann auch die Forschenden sozusagen hier als Informationsquelle und können das dann auch wieder weitergeben an andere oder ist das eher nicht so angedacht? Also das wäre wünschenswert, ja, denn letztlich wird ja das Datenmanagement in einem Forschungsprojekt auch entsprechend eine Rolle bekommen und eine immer stärkere Rolle haben. Ich habe es bis jetzt noch nicht beobachtet, aber das ist vielleicht für dieses halbe Jahr, wo das Programm jetzt einmal begonnen hat, vielleicht noch ein verhältnismäßig kurzer Zeitraum der Beobachtung. Das wird sicher spannend, wenn die Projekte dann nach dem Zuschlag zu laufen beginnen, wie es dann weitergeht. Ich sehe da keine Fragen im Chat. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Müssen sich nicht scheuen, gerne einfach in den Chat schreiben oder das Mikro anschalten. Okay, dann hätte ich vielleicht noch eine Frage an dich, Axel. Ja. In deiner Rolle jetzt, in deiner neuen Rolle als Data Steward, was fandest du am meisten bereichernd für dich in der Arbeit? Also es ist ja nur eine von vielen Rollen, die ich gleichzeitig wahrnehme. Aber was mich natürlich begeistert, das sind die einzelnen Forschungsarbeiten selbst. Es ist vielseitig. Ja. Es kommen Forschungsprojekte aus der Agrikultur, aus dem Software Engineering, aus dem Smart City Thema, aus den unterschiedlichsten Bereichen und das ist etwas, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, weil es auf der einen Seite die Herausforderung ist, mich sehr schnell auch in diese Domäne hineinzufinden und dann trotzdem immer diese mentale Disziplin zu haben, sich nicht in dieses Projekt zu verlieren, sondern möglichst eine gute Struktur für die Forschenden hier einzubringen, ja. Das klingt sehr schön. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sehr dynamisch. Ich bin sehr gespannt, was du uns auch, wenn du noch mehr Erfahrung hast aus dem Bereich, bei vielleicht späteren Gelegenheiten berichtest. Ich hoffe, dass ich wiederkommen kann, ja. Sehr gerne und vielen Dank nochmal für den spannenden Vortrag. Gerne. Okay, wenn es dann keine weiteren Fragen an den Axel gibt, würde ich Ihnen gerne unsere nächsten zwei Vortragenden vorstellen. Susanne Blumesberger. Susanne Blumesberger ist eine Germanistin und eine Kommunikationswissenschaftlerin. Sie arbeitet seit 2007 an der UB Wien, wo sie das Repositorium Fedra mit aufgebaut hat und in 2016 dann die Leitung der Abteilung Repositorienmanagement Fedra Services übernommen hat. Sie wird dann zusammen mit Barbara Sanchez-Solis berichten aus deren Erfahrungen mit dem Aufbau und mit dem Aufbau von Services im Bereich Forschungsdatenmanagement. Barbara leitet das Zentrum für Forschungsdatenmanagement an der TU Wien. Das Zentrum implementiert derzeit Repositorieninfrastrukturen und ein automatisiertes Datenmanagement-Plan-Tool. Barbara ist in dem vom Ministerium geförderten Projekt Fair Data Austria involviert und insbesondere mit dem Aufbau des Fair Office Austria betraut, sowie in Horizon 2020 Projekten, darunter auch ein EOSC Support Projekt. Wie gesagt, wird Susanne und Barbara heute in ihren Vorträgen auf die Services im Bereich Forschungsdatenmanagement an der Universität Wien und der TU Wien eingehen. Susanne, bitteschön. Ja, danke schön für die netten einführenden Worte. Ich werde versuchen, Ihnen und euch in 10 Minuten so ein bisschen zu zeigen, was wir an der Universität Wien so im Bereich Forschungsdatenmanagement machen. Wir sind sozusagen mit der Abteilung Repositorienmanagement, Fedra Services, also Fedra ist das Repositorium der Uni Wien, Teil der forschungsunterstützenden Services. Die forschungsunterstützenden Services sind eben an der UB Wien implementiert.
Und wir versuchen mit diesen forschungsunterstützenden Services wirklich den gesamten Forschungsdatenkreislauf, die ganz gesamte Forschungs, sozusagen, Forschungsprojekte von Beginn an bis zum Ende hin zu unterstützen. Also Sie sehen da ohnehin, bei der Planung wird begonnen bis zum Reuse und dazwischen eben alle Stadien durchgelaufen. Das heißt, wir versuchen da wirklich auch jetzt noch mehr aufzubauen, dass wirklich die Forschenden da gut unterstützt werden und Hilfe finden, wenn sie brauchen. Ganz wichtig für uns ist, dass wir jetzt nicht alleine arbeiten, sondern wir sind eng mit dem zentralen Informatikdienst verbunden und auch mit dem Forschungsservice, wo wir unsere Dienste anbieten. Theresa hat vorhin schon kurz erwähnt, FEDRA, wir haben 2007 damit begonnen und wir arbeiten wirklich seitdem mit dem zentralen Informatikdienst ganz, ganz eng zusammen. Und haben auch eigentlich damals schon begonnen, so etwas wie Forschungsdatenmanagement zu betreiben, wo wir nicht davon gesprochen haben. Also unser Hauptaugenmerk lag damals ganz klar auf die Archivierung von Daten. Aber in Wirklichkeit haben wir natürlich damals auch schon Projekte betreut innerhalb der Bibliothek und außerhalb der Bibliothek und den Forschenden. Also im Grunde genommen machen wir das schon ziemlich lange, ohne es so zu benennen. Ja, wie gesagt, also wir versuchen da wirklich den gesamten Forschungsdatenkreislauf zu unterstützen mit allen möglichen Tools, mit allen möglichen Hilfestellungen. Datenmanagementplan steht natürlich auch bei uns im Fokus. Wir haben schon einiges darüber gehört jetzt. Also vom Forschungsdesign angefangen, mit der Verarbeitung, Datenanalyse, Sicherung der Daten, natürlich auch während des Forschungsprozesses. Wie teilt man Daten? Gibt es auch eigene Tools? Und wie mache ich Daten nachnutzbar? Also das R von FAIR zum Beispiel ist uns natürlich auch ganz wichtig. Wie komme ich dorthin als Forschende, dass ich meine Daten so aufbereite, dass sie eben wiederverwendet werden kann? Nämlich von mir selbst vielleicht auch, aber auch von anderen natürlich. Ja, und wie gesagt, wir sind ein Teil der Forschungsunterstützung. Das ist ein bisschen ein anderer Blick darauf, wie man eben diesen Digital Asset Lifecycle anschauen kann. Das ist ein kleiner Einblick in unser Repositorium in FEDRA, wo man eben wirklich alle Arten von Daten archivieren kann. Also von Forschungsdaten angefangen natürlich, aber auch Sammlungsdaten, Bücher, Forschungsarbeiten, Bilder, Videos, Audiofiles, also was Sie sich alles vorstellen können, kann da hineinkommen. Bekommt einen permanenten Identifier, man kann damit sehr ausführlichen Metadaten beschreiben. Und auf Wunsch auch eine DOI. Was Sie auch noch sehen, sind so Featured Collections. Das sind so Beispiele, welche Daten oder welche Collections, wir nennen das Collections, Sammlungen an Daten, zur Verfügung stehen. Man kann sich da ein bisschen was anschauen, zum Beispiel die E-Books, die bei uns drinnen landen. Aber es gibt auch andere Featured Collections mit Forschungsdaten natürlich. Ein Beispiel dafür, ein schönes Beispiel, finde ich, ist das Ethnographische Datenarchiv. Deshalb so schön, weil es so viele Herausforderungen bietet. Weil das Ethnographische Datenarchiv ist eben eine Sammlung an Daten von der ethnographischen Forschung, die sehr unterschiedlich sein können und zum Teil auch nicht ganz unproblematisch, weil da viel Ethik mit hineinspielt. Abgesehen von rechtlichen Fragen, aber auch sehr viele ethische Fragen kommen hinzu. Es können auch komplexe Objekte sein, alte Objekte, die man erst irgendwie konvertieren muss. Also da begegnen uns sehr, sehr viele Herausforderungen und wir lernen auch sehr viel dabei. Und das ist wirklich ein schönes Beispiel an so, was so alles an der Universität Wien passiert. Also wir lernen ja jeden Tag dazu sozusagen. Wir lernen fast jeden Tag ein neues Projekt kennen und das finde ich auch immer ganz spannend, was es da alles gibt, welche Forschungen es da gibt. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, wie man diesen Fragen auch begegnet. Also wie gesagt, wir müssen uns da auch immer wieder Hilfe holen. Es ist nicht gesagt, dass wir jetzt in der kleinen Gruppe, die wir sind, sämtliche Fragen auch sofort beantworten können. Also deshalb ist die Zusammenarbeit auch sehr wichtig, jetzt gar nicht nur innerhalb der Universität Wien, sondern auch darüber hinaus. Also wir tauschen uns natürlich auch national und international aus. Ein weiteres wichtiger Baustein ist AUSTER. Das ist die Austrian Social Science Data Archive. Hat auch ein Repositorium, unabhängig von FEDRA, wo eben sozialwissenschaftliche Daten archiviert werden. Auch da gibt es einige Personen, die sich sehr, sehr gut auskennen im Datenmanagement, die sehr gute Unterstützung leisten. Wir arbeiten auch sehr eng zusammen, die zum Beispiel auch mit
sensiblen Daten umgehen wissen, stellen sich wieder ein paar andere Herausforderungen natürlich bei diesen sozialwissenschaftlichen Daten. Und wie gesagt, deshalb ist uns der Austausch auch natürlich ganz, ganz wichtig. Ja, FAIR habe ich schon genannt, diese verschiedenen Herausforderungen, die in diesen vier Buchstaben stecken, versuchen wir natürlich immer wieder auch hier abzubilden in unserer Unterstützung, kommt ja auch beim TMP, wir haben es gesehen, beim FWF vor, ist ein ganz ein wichtiger Baustein dabei. Und was wir natürlich auch dabei haben, sind die persistenten Identifier, dann die Metadaten sind immer ganz wichtig, zum Beispiel dann die Repositorien klarerweise, das Maschinenlesbare, die Offenheit, aber auch, Katharina Rieck hat es vorhin schon gesagt, also das ist ja jetzt nicht gleichzusetzen mit Offenheit immer, es sind nicht alle Daten offen, es können auch nicht alle Daten offengelegt werden und dürfen auch nicht offengelegt werden, aber sie sollen so möglichst transparent gehalten werden. Und da wird eben sehr darauf geschaut und da versuchen wir natürlich zu unterstützen und lernen dabei und wir entwickeln uns auch weiter, muss ich sagen, und auch unsere Tools und Systeme damit weiter. Wie gesagt, wir haben es mit sehr unterschiedlichen Daten zu tun. Es ist nur, ich will das jetzt nicht ganz in die Tiefe erklären, aber wir kommen von Rohdaten, die zu uns kommen, bis zu Open Access-Daten. Es gibt sämtliche Möglichkeiten des Aggregatzustandes sozusagen. Daten, die geteilt werden dürfen, die publiziert werden, die eben dann Open Access sind, aber auch Daten natürlich, die im sensiblen Bereich sind, die jetzt zum Beispiel nicht gleich oder gar nicht veröffentlicht werden. Also mit all dem haben wir es zu tun. Also wir haben eine Spannbreite von Open Access bis zu Closed Data, könnte man sagen, die wirklich auch dann jetzt nicht in unserem Repositorium liegen, sondern gesondert auf einem eigenen Server liegen, der wirklich wo gar nichts nach außen geht. Auch das wird verlangt und auch das ist wichtig. Wichtig ist, dass natürlich auch diese Daten, die Metadaten da sind, dass diese Daten auch gut beschrieben sind und transparent gemacht wird, warum man diese Daten nicht öffnen kann. Also das ist der springende Punkt dabei. Katharina Rieck hat es vorhin schon gesagt, viele Forschende haben Angst, sie müssen jetzt alle Daten freigeben und das geht ja nicht. Versuchen wir gleich von vornherein immer diese Angst zu nehmen und zu sagen, das geht's nicht, es geht wirklich um Transparenz und zu schauen, was öffentlich gemacht werden kann. Das soll auch offen sein und der Rest soll gut beschrieben sein. Das ist auch so eine Folie, die uns dabei hilft, mit unseren Forschenden ein bisschen zu klären, wo denn unsere Verantwortung beginnt, wo sie gefragt sind. Also wir gehen da immer von links nach rechts. Es gibt da vier Phasen. Wir nennen das Pre-Ingest. Das ist die Phase, bevor die Daten archiviert werden, wo eben geklärt wird, welche Formate, welche Metadaten, woher kommen die, ist das rechtlich alles geklärt, sind ethische Fragen noch offen und so weiter. Dann der Ingest, das Hochladen, was auf verschiedene Art und Weisen passieren kann. Dann der Managementbereich, der ganz klar in unserer Hand liegt, also in dem Fall beim CIT. Und dann der Reuse-Bereich, wo eben die Daten wiederverwendet werden können. Und dann gibt es, das zeige ich jetzt nicht, eine weitere Folie, da geht noch so ein Pfeilchen von rechts nach links wieder zurück. Das bedeutet nichts anderes, als dass diese Daten, die da rechts rausfallen, sozusagen aus dem System, wieder angereichert werden können, miteinander verbunden werden können und neu in diesen Kreislauf eingespeist werden können. Und Sie sehen auch unten diese lila Linie, DMP, also das Ganze ist wirklich auch begleitet mit dem Datenmanagementplan und so wie wir es schon gehört haben, der Datenmanagementplan ist auch für uns sehr, sehr wichtig, ist auch für die Repositorienmanagerinnen von uns, weil wir natürlich auch damit wissen, was kommt denn auf uns zu. Wenn wir so eine Beratung machen, dann sehen wir, aha, da soll jetzt eines unserer Repositorien verwendet werden und da sind so und so viele Daten, werden da zur Verfügung gestellt und so viele wie die Menge ausschaut, wie die Metadaten ausschauen. Das heißt, da kriegen wir auch schon Informationen. Also es ist für uns auch wichtig und es ist natürlich auch für die Forschenden wichtig, weil sie sich natürlich da Gedanken machen müssen, ein bisschen gezwungen werden von den Fördergebern, sich im Vorfeld Gedanken zu machen. Und das ist natürlich besser, als man macht sich dann am Ende des Projekts Gedanken, was denn mit den Daten passiert, die da entstanden sind. Und das ist früher, ich kann das bezeugen, macht das doch relativ lang schon, sehr oft passiert, dass die Forschenden dann am Ende des Projekts zu uns gekommen sind, ohne eine Technikerin, einen Techniker an der Seite, ohne ein gut funktionierendes System zu haben, aber mit der Forderung, die Daten weiterhin verfügbar zu machen. Und das ist jetzt wirklich deutlich zurückgegangen durch den Datenmanagementplan, weil eben da die Forderung dann dabei ist, sich Gedanken zu machen, wie denn die Daten später dann archiviert werden. Ja, was bieten wir sozusagen an? Ich habe schon gesagt, Beratung bei den Datenmanagementplänen, das kommt in ganz unterschiedlichen
Ausformulierungsstufen zu uns von Personen, die sagen, bitte Hilfe, ich weiß überhaupt nicht, was ich da hineinschreiben soll, was sind denn eigentlich meine Daten? Ich bin, sage ich jetzt einmal, Historikerin und habe keine Ahnung, was meine Daten überhaupt sind. Ja? Bis zu Datenmanagementplänen, die perfekt ausgefüllt sind, wo man sieht, die Personen haben sich schon länger damit beschäftigt und wissen einfach ganz genau, was sie einfach ausfüllen müssen, was da gefragt ist. Und das hängt sehr, sehr stark natürlich auch von der Forschungsrichtung ab. Wie Sie sich vorstellen können, ist es bei einem Historiker oder Historikerin schwieriger als zum Beispiel bei jemandem, der wirklich auch sehr technisch unterwegs ist und vielleicht aus den Naturwissenschaften kommt. Technische Fragen sind immer wieder gefragt, sozusagen nach Formaten, nach Schnittstellen. Man möchte ja auch vielleicht die Daten woanders darstellen. Fragen zu Open Access, Anonymisierung kommt immer mehr, weil auch sehr viele Umfragen gemacht werden, zum Beispiel auch mit Kindern passiert relativ viel, wo man anonymisieren muss. Da sind auch immer wieder Fragen. Oder wie ich sensible Daten speichern kann zum Beispiel. Jetzt nicht nur am Ende des Projekts, sondern auch während des Forschungsprojekts. Also auch da hat man gesehen, es ist auch ganz wichtig, die Daten auch während des Forschungsprojekts sicher irgendwo zu verwahren, aber so zu verwahren, dass auch andere Personen zugreifen können, die zugreifen sollen. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten inzwischen entwickelt und entwickeln auch weiter, weil da immer mehr differenzierte Fragen kommen. Langzeitverfügbarkeit klarerweise in den Repositorien im FEDR und OSTA. Wir haben auch Anbindungen an europäische Projekte, wo wir uns auch immer wieder austauschen und wo wir auch Daten zur Verfügung stellen. Ich nehme jetzt das Beispiel Europeana ist ein Beispiel. Und das zweite Beispiel ist OpenAIR, wo auch Daten dann sichtbar gemacht werden, außerhalb von unseren Repositorien. Nachnutzbarkeit ganz klar. Und auch, was auch nicht zu unterschätzen ist, was wir auch sehr forcieren und was gut angenommen ist, ist der Aufbau von Netzwerken. Also wir versuchen auch, Personen miteinander in Kontakt zu bringen. Das passiert teilweise automatisch bei unseren Fortbildungsveranstaltungen, wo wir immer versuchen wieder, also wir versuchen nicht, wir tun es auch, dass wir die Leute um eine kurze Vorstellung bitten und dann kommt schon irgendwo, ihr macht ja ungefähr das Gleiche wie wir, das ist ja praktisch, da können wir vielleicht nachher reden oder so. Ja. Oder wir bitten auch ganz, ganz klar wirklich selbst kreierte Forschungsnetzwerke sozusagen an, wo die Leute dann einfach miteinander in Kontakt kommen und sich austauschen können. Ja, wir versuchen eben Personen zu vernetzen, Forschende, Studierende, Sammlungsbeauftragte und so weiter und so weiter. Forschungsunterstützende Services natürlich, seien das Repositorien oder seien es Tools oder Services unterschiedlichster Art. Ich habe, glaube ich, das jetzt nicht dazu geschrieben, Transkribus zum Beispiel ist so etwas, eine Software für die handschriftliche Erkennung, das auch inzwischen sehr gut angenommen wird. Wir versuchen auch Dienstleistungseinheiten sozusagen miteinander in Kontakt zu bringen, eben die drei genannten, aber natürlich auch andere und darüber hinaus möchte ich auch betonen, also zum Beispiel Barbara wird nach mir reden, wir sind auch ständig sozusagen in Kontakt und tauschen uns aus und erzählen uns ein bisschen, was passiert und ich finde das ganz, ganz wichtig und natürlich auch mit den Förderinstitutionen sind wir in Kontakt, finde ich auch ganz wichtig und bin sehr dankbar, dass es da einen guten Kontakt gibt auch. Und eben die Netzwerke, das eine ist das WebMan-Netz, das Repositorien-Managerinnen-Netzwerk, wo wir uns untereinander unterstützen. Und ich brauche das, glaube ich, nicht viel erzählen, denn viele von Ihnen und von euch sind ja heute dabei. Dann nationale Projekte, FIATETA Austria ist schon genannt worden. Es gab davor Infrastructures Austria und Infrastructures Austria Plus, das auch sehr viel an Netzwerken hervorgebracht hat und die bis jetzt bestehen. Und das ist wirklich ein schöner, guter Output aus diesen Projekten, weil man sich da eben untereinander dann austauschen kann und unterstützen kann. Und da entstehen wieder Arbeitsgruppen, wo man gemeinsame Dinge entwickeln kann. Also all das ist ganz, ganz wertvoll für uns und wird auch wirklich auch gut genutzt. Ja, und ein kleiner Ausblick auch noch, wir haben es auch schon gehört, Data Stewardship, das ist auch etwas, was wir auch an der Uni Wien jetzt aufgreifen und entwickeln wollen. Und Sie können sich vorstellen, die Uni Wien, sehr heterogen, sehr groß, es wird nicht einfach werden, wir werden einige Data Stewards brauchen wahrscheinlich, die da die unterschiedlichsten Fächer auch abdecken können. Wir werden wie immer halt klein beginnen und versuchen zu wachsen. Aber das ist etwas, was uns in den nächsten Monaten sicher intensiv beschäftigen wird, dass wir auch wirklich Personen aufbauen oder ja, irgendwie ausbilden auch können. Wir sind auch in einer Ausbildung dran, die dann die Forschenden noch besser unterstützen können. Weil wir jetzt, sage ich mal, an der UB können das bis zu einem gewissen Grad, aber natürlich nicht für alle Forschungsrichtungen in jeglicher Tiefe, das ist ganz klar. Also da brauchen wir schon andere Expertise dazu und das versuchen wir hiermit aufzubauen.
Und ein zweiter Punkt Ausblick ist, dass wir in Kürze eine Forschungsdatenpolicy auch releasen werden. Die wird dann auch ein bisschen Hilfestellung geben. Auch. Also wir sehen es jetzt nicht eher als, ihr müsst das tun, weil das ist ganz wichtig, sondern auch als Unterstützung, weil dort wird auch sichtbar werden, was wir nicht schon alles anbieten. Und das dringt in so einer großen Uni, wie die Uni Wien ist, gar nicht so leicht bis zu jeder einzelnen Forscherin und bis zu jedem einzelnen Forscher durch und gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, ein bisschen sichtbarer mit unseren Angeboten zu werden. Deshalb freue ich mich schon sehr darauf. Ja, das war es von meiner Seite. Vielen Dank und natürlich sehr gerne Fragen. Danke. Vielen Dank, Susanne, für die umfassende Vorstellung von unseren Services. Ich würde jetzt mal gleich das Wort der Barbara Sanchez geben und wir können dann auch die Fragen, die im Chat gekommen sind, danach eingehen, beziehungsweise du kannst sie gerne auch gleich im Chat beantworten, wenn du möchtest. Barbara, bitte. So, herzlichen Dank für die Vorstellung, Theresa, und einen schönen Nachmittag an diesem angeblich heißesten Tag der Woche. Ich richte gerade nur die Präsentation ein. Ich glaube, ich bin jetzt im Präsentationsmodus. Gut. Danke sehr. Ich werde jetzt ein bisschen berichten über das Zentrum für Forschungsdatenmanagement an der TU Wien, ein bisschen, wie wir organisatorisch aufgestellt sind und über unsere Services. Uns gibt es jetzt seit 3 Jahren, ziemlich genau seit 3 Jahren. Und organisatorisch wurde das Zentrum für Forschungsdatenmanagement als eigener Fachbereich unter dem Dach des Vizerektorats für Forschung und Innovation eingerichtet. Ich dachte, ich beginne mal mit einer Überblicksfolie, was wir eigentlich so für Anfragen erhalten. Seitdem wir begonnen haben, dokumentieren wir die Anfragen. Das halten wir ganz wesentlich dafür, dass wir auch die richtige Ausrichtung haben. Und wir möchten auch sehen, aus welchen Fakultäten die Fragen kommen. Ja? Und das ist jetzt eine aktuelle Übersicht, nach 3 Jahren eben. Und Sie sehen hier ganz deutlich, dass fast die Hälfte, 45%, drehen sich um das Thema DMP. Das ist sicher der Tatsache geschuldet, oder zu verdanken, dass fast in dem Moment, als wir begonnen haben, unsere Services tatsächlich anzubieten, also der erste Förderer national, der FWF, hat damals begonnen, die Open Data Policy rauszugeben und das Thema war auf europäischer Ebene auch schon länger da mit den Horizon-Projekten. Jetzt kommt die FFG dazu, also das ist wahrscheinlich ein Prozentsatz, der sich weiter oben halten wird eher. Dicht gefolgt vom Thema DMP ist das Thema Repositorien, hängt aber auch sehr stark mit den DMPs zusammen. Und dann kommen immer wieder auch Rechtsthemen, ergeben sich teilweise auch aus dem DMP, aber nicht nur. Immer wieder erhalten wir auch Anfragen zu Services, die nicht von uns angeboten werden, wie zum Beispiel Speichermöglichkeiten. Oder auch Electronic Lab Notebook. Das sind Services, die bei uns an der TU die IT-Services anbieten. Aber als zentrale Anlaufstelle müssen wir natürlich Bescheid wissen, wo welches Thema beheimatet ist und im Notfall auch weiterverweisen. Genauso bei den Rechtsthemen. Ja, es gibt natürlich so Bereiche, da können wir ganz gut eine Erstauskunft geben. Wenn es in die Tiefe geht, dann weisen wir auch auf unsere Juristinnen weiter. Ich habe schon gesagt, großes Thema in den letzten Jahren war Datenmanagementpläne. Wir haben Anleitungen erstellt. Da habe ich 2 Screenshots rechts eingeführt. Da haben wir eine Anleitung erstellt, die speziell auf das FWF-Template eingeht und eine Anleitung, die eher generisch ist. Die verwenden wir dann eher für europäische Projekte oder auch für FFG-Projekte. Und vorher ist schon das Thema gefallen, ich glaube, die Katharina hat es erwähnt, es kommt immer wieder die Anfrage nach Beispiel-DMPs. Wir haben versucht, dieser Bitte insofern ein bisschen zu folgen und nachzugeben, indem wir in diesen Anleitungen so Real-Life-Examples oder Textbausteine eingebaut haben.
Ja? Also wir haben thematisch immer wieder versucht, tatsächliche Antworten anzuführen, wie ein jeweiliges Thema beantwortet werden kann. Und unsere Erfahrung damit ist ehrlich gesagt ein bisschen durchmischt. Wir merken, dass manche Personen ganz gut mit so Textbausteinen umgehen können, andere weniger. Da wird es dann eher ein Copy-Paste. Ja? Also einfach nur auf vorhandene DMPs hinzuweisen, reicht nicht. Wir merken, dass es unglaublich wichtig ist, und am besten im persönlichen Gespräch, dass das Thema, den Sinn eines DMPs mit dem Forschenden gemeinsam zu erläutern. Manche Forschende sind da schon ein bisschen weiter, haben auch schon Erfahrung, zum Beispiel aus europäischen Projekten. Die schicken uns dann einen fertigen DMP oder so einen Erstentwurf einfach zum Check. Ja, also es läuft sehr unterschiedlich ab, diese Beratungsschiene. Zum Thema Workshop. Wir haben im zweiten Jahr begonnen, im Rahmen der Personalentwicklung der TU Wien den Workshop Data Management and Research Ethics anzubieten. Wir machen das gemeinsam mit der TU Wien Bibliothek und mit der Research Ethics Abteilung. Die TU Wien hat nämlich eine eigene Forschungsethik, nicht Kommission, die ist gerade im Aufbau, aber eine Koordinatorin. Neu im Programm, und das ist seit diesem Jahr, ist GitLab for Beginners. Wir sind natürlich eine technische Universität. Code und Software ist hier ein Riesenthema. Und wir merken aber, dass die Kenntnisse ganz unterschiedlich sind, trotz TU, und haben uns jetzt ein bisschen darauf spezialisiert, das sehr niederschwelliger mal anzusetzen und aber gleichzeitig auf unsere Tools, die wir im Haus haben, hinzuweisen. Es gibt eine Vorlesung zu Data Stewardship, die gibt es schon seit 3 Jahren, die hat hat ungefähr gleich Zeit mit dem Zentrum für Forschungsdatenmanagement begonnen. Diese Vorlesung deckt das Thema in einer viel größeren Bandbreite ab. Das sind wöchentliche Vorlesungen. Was hat das Zentrum damit zu tun? Einer der Personen, die diese Vorlesung konzipiert haben, und einer der Vortragenden ist aus meinem Team. Diese Vorlesung hat sich an und für sich, also prinzipiell war sie gedacht für Studierende des Masterstudiums Data Science an der Fakultät für Informatik. Aber wir haben begonnen, diese Vorlesung größer zu bewerben, die Einladung auszuweiten. Und wir sehen, dass viele Studierende aus anderen Fakultäten, aus anderen Bereichen inzwischen auch daran teilnehmen. Die TU Wien hat seit diesem Jahr eine Mitgliedschaft bei The Carpentries. Vielleicht ist Ihnen das ein Begriff. The Carpentries ist eine Non-Profit-Organisation aus den USA. Und das Ziel ist an und für sich, dass man nicht Data Science erlernt, aber dass man die Data Science Pedagogical Skills stärkt. Also, dass man Technikvermittlung besser lernen kann. Das ist einmal der eine Profit, das andere ist natürlich die internationale Vernetzung, denn mit dieser Mitgliedschaft haben wir die Möglichkeit, dass wir Workshops anbieten mit ganz internationaler Trainerbeteiligung. Auf dieser Folie möchte ich Ihnen gern das Team zeigen. Wir bestehen zurzeit aus 6 Personen. Und 3 Personen haben Informatik-Hintergrund. Also Thomas ganz links, also die haben Doppelzuordnung. Das ist wichtig. Also insgesamt ist das Zentrum für Forschungsdatenmanagement unter dem Dach des Vizerektorats für Forschung. Wir haben aber Doppelzuordnungen von 3 Personen, die auch an IT angebunden sind. Rechts die beiden Herren sind Programmierer, sind Softwareentwickler. Und warum ich das betone, wird sich anhand der nächsten Folien ein bisschen erklären. Wir setzen nämlich im Moment sehr viel Effort rein, die Theresa hat es am Anfang schon gesagt, in die Implementierung von Repositorien. Links sehen Sie einen Screenshot unseres Datenrepositoriums, TU Data. Das ist ein universitätsweites Datenrepositorium für Forschungsdaten.
Das Service wird von uns aus angeboten und entwickelt und befindet sich derzeit im Pre-Production-Modus. Das heißt, es ist bereits ein funktionierendes System. Daten können hochgeladen werden, aber es braucht noch Unterstützung von uns und es sind noch nicht alle Funktionalitäten erhalten. Wir planen, dass wir im Herbst dann das offizielle Rollout machen. Und rechts ein Hinweis auf unser TU GitLab. Das ist jetzt kein Service vom Zentrum für Forschungsdatenmanagement, sondern von der TU IT. Ich habe es aber deshalb auch hier angeführt, weil Daten auch immer Software und Code beinhaltet. Ja? Und wir tragen zu diesem System insofern bei, als wir Workshops anbieten oder manchmal auch Hilfestellungen geben zu ganz speziellen Fragen, die Forschende haben. Das wird übrigens auch gern von Lehrenden angefragt, die dieses System in ihrer Lehre einsetzen. Wir sind bemüht, dass wir Automatisierungen vorantreiben. Hier ein Beispiel von unserer Projektdatenbank. An der TU ist es so, dass jeder Forschende für jedes Projekt, auch wenn es noch nicht bewilligt ist, sobald ein Projektvorhaben da ist, muss man es in die Projektdatenbank eingeben. Und die ganzen Workflows wurden in den letzten Jahren auch überarbeitet. Und im Zuge dieser Überarbeitung ist da ein Pflichtfeld eingefügt worden, beziehungsweise zwei Felder, die sich auf Datenmanagementpläne und Kosten für Datenmanagement beziehen. Katharina hat vorhin gesagt, gerade das Thema Kosten und dass man da auch eine Finanzierung erhalten kann, kommt oft viel zu spät. Und wir versuchen, die Forschenden mit diesem Prozess schon ganz, ganz früh, eigentlich schon ganz am Anfang darauf hinzuweisen. Nebenbei erfahren die Forschenden, dass es uns gibt und erhalten auch gleich Kontaktinformationen. Ebenso erwähnt wurde bereits das Thema Machine Actionable DMP. Das heißt automatisierter DMP. Das ist ein weiteres Projekt, das wir derzeit aufbauen. Was ist ein Machine Actionable DMP und wie unterscheidet er sich zum Beispiel von DMP Online? Also die Idee dahinter ist, dass Informationen, die bereits an einer anderen Stelle vorhanden sind, zum Beispiel bei uns in der Projektdatenbank oder in der Personaldatenbank, dass diese automatisiert übernommen werden können. Wir haben uns natürlich überlegt, auch dieses Tool braucht eine Struktur und welches Template soll man da verwenden? Unser Anspruch war, dass es von möglichst allen Fördergebern akzeptiert wird und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die Science Europe Vorlage nehmen. Barbara? Barbara, Entschuldigung, wir sollten jetzt mal den Vortrag abschließen, sodass wir noch einen Moment für Fragen haben. Mhm. Könntest du uns bitte deine letzten Punkte noch in einem Satz zusammenfassen? An und für sich bin ich mit der TU fertig. Ich möchte aber trotzdem hier die Möglichkeit nutzen, auf zwei oder auf ein Projekt außerhalb der TU Wien hinzuweisen, nämlich auf Fair Data Austria. Das ist ein Projekt, das im Rahmen dieses großen DigiCalls vom BMBWF finanziert wurde. Das sind sechs Institutionen beteiligt und weitere assoziierte Partner. Koordiniert wird dieses Projekt von der TU Graz und im Rahmen dieses Projekts werden zurzeit an drei Universitäten Datenrepositorien aufgebaut, vielleicht sogar an mehr. Geeinigt haben wir uns alle auf die Software Invenio ADM, da sehen Sie rechts unten das Logo. Und wichtig, weil es heute immer wieder fällt, ist das Thema Data Stewardship. Da ist die TU Graz eine ganz treibende Kraft, die widmet sich stark einer Professionalisierung und Institutionalisierung von Data Stewardship. Und wir haben da in unterschiedlichen Workshops schon verschiedene Modelle entworfen, die auch unterschiedliche Größen von Institutionen berücksichtigen. Wir haben besprochen und viel diskutiert, welche Kompetenzen müssen Data Stewards aufweisen. Ich gebe dem Axel recht, das Bild ändert sich zurzeit sehr. Ich weise nur noch darauf hin, dass es da schon einige Publikationen gibt. Vielleicht kann man die später noch posten. Und es findet erst im Sommer, ich glaube in ein paar Wochen, der nächste Workshop statt zu Ausbildungsmöglichkeiten für Data Stewards. Wir versuchen sehr transparent zu sein mit den Ergebnissen. Sie finden sie auf der Webseite von Fair Data Austria. Die URL ist oben angegeben.
Noch ganz kurz ein weiterer Hinweis zu Informationen zu Forschungsdatenmanagement. Vielleicht kennen Sie die Webseite Forschungsdateninfo. Das ist eine Webseite, die den ganzen deutschsprachigen Raum abbildet, mit vielen Themenseiten, mit einem Glossar. Und es gibt auch eine eigene Österreich-Seite, die an und für sich sehr darum bemüht ist, sie laufend zu aktualisieren. Also werfen Sie da ruhig mal einen Blick hinein. Hier meine Kontaktdaten. Inhaltlich bin ich an und für sich am Ende und stehe für Fragen noch gern zur Verfügung. Danke. Vielen Dank, Barbara, für den tollen Vortrag und die Vorstellung von den Services des Zentrums für Forschungsdatenmanagement an der TU Wien. Wir hatten da jetzt zwei Fragen im Chat während Susannes Vortrag. Susanne, könntest du bitte noch etwas die Lösungen bezüglich Speicherung während des Forschungsprojektes beschreiben? Ja, gerne. Ja, bei uns ist es so, wir haben mehrere Möglichkeiten, bieten wir da an, wie die Personen bei uns speichern können. Unter anderem einen Share, unter anderem gibt es auch eine Bilddatenbank, die sehr geschlossen ist, die nicht für die Lehre gedacht ist, die aber auch verwendet werden kann für Projekte, die jetzt ihre Daten da sammeln wollen. Meistens sind das Bilddaten. Dann gibt es zum Beispiel auch GitLab. Das hat die Barbara auch gerade erwähnt. Bei uns gibt es das genauso. Ist eigentlich witzigerweise eingerichtet worden für Technikerinnen und Techniker im Grunde genommen und wird aber jetzt sehr viel von GeisteswissenschaftlerInnen verwendet. Das finde ich ganz eine lustige Entwicklung. Dann gibt es, wie gesagt, Möglichkeiten, sensible Daten zu speichern. Das ist dann ein spezieller Server, der wirklich abgeschottet ist. Und ja, habe ich schon gesagt, glaube ich, Shares, also unterschiedliche Varianten davon auch. Ja, also das ist bei uns, macht das der ZIT, Zentrale Informatikdienst mit uns gemeinsam. Also das sind wir auch sehr, wie soll man sagen, sehr flexibel und offen, was die Anforderungen geht. Und es ist oft wirklich so, dass jedes Forschungsprojekt dann betreut wird und für eine Lösung gefunden wird. So, und die zweite Frage, glaube ich, hat sich auf die Langzeitarchivierung beschränkt. Wie das ausschaut mit der Langzeitarchivierung. Ja, also auch da gibt es Bestrebungen, Preservation Planning mäßig. Und die Frage war auch nach Formaten. Also es ist so, wie ich schon gesagt habe, wir können da alle Formaten im Grunde genommen in Fedra archivieren. Wir haben aber Hinweise darauf, welche Formate für die Langzeitarchivierung günstiger sind und welche eher nicht so günstig sind. Und deshalb sind wir auch wirklich ganz froh, dass es die Datenmanagementpläne gibt, weil da wird auch sichtbar, welche Formate die Personen verwenden. Und dann ist es oft so, dass mein Kollege von der Technik sagt, naja, das ist zwar schön und gut, dass Sie das und das Format verwenden, aber für die Langzeitarchivierung ist das vielleicht nicht so günstig. Vielleicht sollte man das nochmal überlegen. Das heißt, er kann dann auch Hilfestellung geben und Überlegungen anstellen mit den Personen gemeinsam, da vielleicht ein anderes Format zu wählen. Also da wird auch drauf geschaut. Und das ist auch ein Bereich, wo wir immer wieder dazu gehen, natürlich, weil da tut sich einiges mit den Formaten auch. Im Grunde genommen, die Technik geht ja weiter und viele haben jetzt ein Smartphone, mit dem wird alles aufgenommen, nicht wie früher mit einfachen Geräten, die man mitgenommen hat, sondern einfach mit dem Smartphone. Und da entstehen wieder neue Herausforderungen für uns. Also ohne da jetzt wirklich in die Tiefe gehen zu können, aber das ist auch ein sehr spannendes Thema. Vielen Dank, Susanne. Und vielen Dank, Barbara, für die spannenden Vorträge. Barbara und Susanne sind weiterhin heute anwesend. Das heißt, wenn es weitere Fragen gibt, dann gerne einfach im Chat stellen und Sie können sie dann auch gleich dort sie beantworten. Genau, wir haben jetzt zwei spannende Vorträge von zwei großen österreichischen Unis gehört. Aber Wissenschaftlerinnen von kleineren Forschungseinrichtungen brauchen ebenso Unterstützung beim nachhaltigen Management von Forschungsdaten. Daher möchte ich recht herzlich unsere nächste Vortragenden Patrick Danowski und Niall O'Brien von IST Austria begrüßen. Herzlich willkommen. I'll switch to English now, as Patrick and Niall will be giving their talk in English. So I would now like to introduce Patrick Danowski. Patrick has been the manager of the IST Austria Library for the past 11 years. He has been an advocate for open science and research for many years as an active member of various expert groups for open access and open science, as well as the chair of the Science and Technology Library section of the International Federation of Library Associations and Institutions. Patrick holds a degree in library and information science from the Humboldt University in Berlin, as well as a degree in computer science from the Technical University of Berlin. Niall O'Brien
received his PhD in Environmental and Human Risk Assessment from the University College Dublin in 2011. He has held several research positions and was a research fellow through the Marie Curie International Outgoing Fellowship at UCD and the Duke University in North Carolina. He has applied his research experience while working at the Grand Office of the ISD Austria for the past 3 years, where he supports scientists in writing and successfully submitting grant proposals. In their talk, Patrick and Niall will discuss their experience with developing and delivering research data management services at the ISD Austria. Patrick, Niall, we look forward to your talk. Please go ahead. Okay, thanks a lot. I will start. Thanks for the nice introduction, so I don't have to say anything about us anymore. Perfect. We will also give the talk in English. As you know, IST Austria is an international institute, so not everybody speaks German. I changed the title a little bit, so it's not only tackling research data management, but I think it's important that it's a common effort. So Neil is, as you heard, from the grant office. I'm from the library. We're giving a little overview, but it's not only us, it's even more. And we have this is a little bit our strategy and the building blocks about our efforts for research data management at IST. So we have a working group about research data management. The working group created a draft for a research data policy as an institute, and there we will not only advertise the service, there will be really guidelines what the scientists have to do, and also we are talking about ownership of data in that policy. This is the plan. Then we have what Katharina already pointed out, a research data management planning tool, the RDMO, that's developed in Germany. We are giving a course about research data handling. Certainly we have support in the grant office for the research data management plans for funders, where also the questions are arising. And then we have a variety of tools, and we are not experts for all of the tools. So there's the IST Research Explorer or IST Rex, publication and data gets published. We have different eLab notebooks on campus, and this is mainly also managed by our ethics department. So there we would be the right expert, and certainly we have also GitLab that you heard many times before, and there will be maybe in future many other tools that would be part of our strategy or our set. So about this working group, like I said, it's a common effort. It's really a lot of departments that are involved in that. So it's not only the grant office and the library, but in this working group, we are sitting together all administrative departments. Certainly you can ask where the scientists, we're speaking certainly also about scientists, but for us, it was also first to know what we can offer and who to have which contact person in which department. So that was more the questions we were discussing in this group. And so it's certainly technology transfer for IP rights, academic affairs. There's, for example, also our ethics department is part of that. Certainly the IT department, I think nobody can do something without them, because they are supporting and they are offering the storage solutions. Legal is clear, but it's also part of our graduate school. So it's also that we are tackling these questions from the beginning, and also where to put data for the thesis and how would data be handled inside of that. So this is also what we discussed. Our policy, what will be inside? So the institute will own all data that is created at IST, but it's a part of a shared ownership. So researchers are free to publish and assign licenses to data. So if the researcher are deciding to do that, they're totally free to publish the data, but still IST always must have access to the data. This is an important thing. Publications can be only done with a PI or the group lead, so that should be always discussed. So a PhD student should not publish data on his own without discussing that with the PI, because the groups are highly connected, our research groups, and this can really also create,
create some problems for the research group and for the rest of the research if that just will be published without talking anybody. And it can, in the worst case, even a patent will be developed, and then it's maybe also going against the patent if somebody got something got already published. So that can really cause some problems. And data has to be always stored on IST infrastructure, so on IST servers, not on, and this not includes your personal notebooks, even if they're, if you got them from IST, this does not mean with IST infrastructure, this are really servers that are running at IST, because we had already in the past researchers that were running in the IT support department. Oh, please rescue my notebooks. There's data of the, my last 2 years at the institute are just on this notebook. And yes, this should not happen. And this is why it's in the policy, everything should be stored on IST infrastructure. But it's, so we have, the president has to still sign it, so it's still a draft. Okay. Data publication, as I said, will be done by the repository. Everything will be assigned with the DOI. This is our president identifier, and there will also be linked to the publications. And for us, everything is in the same repository. So for us, it would be also important that from the support side, that it's not getting too big. And so we decided everything in one system. It's called LibreCut. It's developed by three universities. I think it's Bielefeld, Lund, and Ghent. Yes, so there was a main developer. It's an open source tool. But we are not only doing data publication, we are also linking external data that is published in different repositories here, for example, data that lies in Dryad. So we are also want, as with publications, you're also not entering your own publications, you're certainly also linking publications that are somewhere else. And we want to do the same with data to make it more visible, so that data is counted as a result of the, what the researchers are doing, as publications are also. So certainly we are also discussing about publishing scientific software, what is highly linked to data, because this is, for example, software, how the data was analyzed. And there it's really important. So if you want to have a really transparent science process, it must be also available. And there we allow to publish snapshots of data so that you really can link with the DOI exactly the version of the data that you used for the analysis of this data, because tools are very often get developed further in the GitLab, for example, but we really want to make them able that they can exactly link the right version with an citable DOI. But yeah, and then there will be different licenses assigned to that. But we will also allow them to to get the software directly from their GitLab. So they can really have just to enter their GitLab URL and entering some of the other data, and then the snapshots get automatically generated. So the scientists don't have to take care about that. So that will be directly linked at this moment of time where the press published, then it gets the data from, or the software from GitLab, and create this version within the UI. Yeah. And so this can be also certainly cited. Then we're offering all together. So this is a whole working group and effort. We are offering a data handling course that is also worth 2 ECTS. It's part of the graduated school, but it's open for all, for postdoc, for technicians. So they're also invited. And we are discussing all questions in the research data management plan. And there we're using the FWF research data management plan, just because it's not too big and it's very well structured in our eyes. And it really was easy for us to sign the different departments to the different parts. So this is the foundation for the course. And inside of the course, I have to create a data management plan step by step, with the input of the different sessions. For that, we have a tool, like I said before, the RDMO.
And you will learn a little bit more about that from Neil. Great. Thank you, Patrick. And thank you, Teresa, for the unexpected but very nice introduction earlier. I see my data is quite open on the internet. So I'm going to talk a little bit about our perspective in the grant office. So before 2018, as far as I can tell, there were zero data management plans as any project deliverable in ISC projects. And even then, we just had one in 2018. Obviously, under Horizon 2020, it was optional, whether you opt in or opt out, as in later. And to be honest, as a grant office, we did not recommend opting in. We said, sure, you can manage your data and put together a plan, but having this as an actual deliverable, we could see this could be trouble later when we have to chase the researchers to actually deliver this deliverable. So, and so then in 2019, the FBF took the matter out of her hands and brought it as a mandatory deliverable and the first mandatory request of a data management plan. And interestingly, the very first case in the March sitting in 2019, it was for a researcher working on number theory. So we said, great, we can just use this exception at the end saying there's no data. And I went to them and they said, no, we do have data and we do have to manage this. So that was a learning experience for us as well. We put it together, it was accepted. And so it, and then it became clear that under Horizon Europe, data management plans would be mandatory documents and living documents that need to be updated during the case. And it was clear that we would need scalable and adaptable processes in place to manage all of these. Is this working? Yeah. At the moment we have 51 running FAF projects and 44 running EU projects, which means that maybe, let's say in 2 years' time, we would have over 100 FAF and EU projects all requiring data management plans, which need to be, again, managed throughout the lifetime of the project. And then also from next year, we'll have an internal postdoc fellowship program where we'll also require them to produce and manage data management plans. And that will be for over 60 postdocs. So we're going to have a lot of external data management plans, but also internal. And this is where the library, through some similar workshops and webinars, came across the Research Data Management Organizer. It's open source, again, based on open source software to support the planning, organization, and implementation of data management. It developed through funding through the DFG. And if this moves forward for me, through these partners, and is implemented through many institutes within Germany, but also one or two outside, and this is IST here, just outside Vienna. So it allows customizable templates, so we could put in basically the FAF template, the EU template. It allows different user roles, we'll look more about that later. Defined tasks and approval steps within. A version control again and snapshots at different time points, so you can look at what the data management plan looked like at the project start, at the interim report, and at the end. And it allows also different export options. It was implemented at IST by the library and IT, and also the data protection officer needed to approve the use of personal data within this templation. It's securely hosted in IST servers and accessed only with IST credentials. So it went from the GitHub files to a implemented, sorry, there seems to be a bit of a delay when I click, to a website with a login details. So there's different, applying it to real projects, you can allow different roles within this. It can be owner of the project, manager, author, guest. These are different, so an owner can invite new people to the project and delete projects. Manager can make snapshots, change, and have all other approvals except deleting, author read and write, and guest is only read permission. We look again at what these might encompass later. Thank you. It allows snapshots at different time points for people to check. For instance, you might take a snapshot and then inform the ethics officer, could you please go look at the data here related to ethics, and the export options again.
PDF to LaTeX, depending on the researcher's preference. The grant office, once a project is approved, would set a, create a data management plan in RDMO and assigns access to the grant holder, but also can assign different relevant people, such as library, to check the metadata details, ethics, legal, tech transfer if there's IP issues, and even the supervisor if it's a fellowship. So when you log in, you can see all the different projects you're associated with. Here's some FAF ones I'm associated with. And then when you click one project, you can see there's different owners and managers associated. This would be the researcher, supervisor, myself in the grant office, and somebody from the library. And there's different views. So this one uses the FAF template, where you go and answer FAF specific FAF questions split into each text box, with some explanatory text that we added ourselves, some links that are useful, some background data, background information on, let's say, the IST Research Explorer and how we store data at IST that might be useful for them in developing their own data management plans. And so this is also linked to RDMO course. So the participants wrote a fictional DMPS coursework, which was linked to the different lessons, such as on data characteristics and document metadata by the library, data availability and storage by the IT, and then legal ethical aspects, which were covered by different members here from the library, ethics office, legal TTO. So they filled in this DMP, and at the end it was evaluated. And Katharina Reich was also generous enough to come join the end of the, join the final lesson of the course to give feedback. Some researcher reactions: they appreciated the explanatory text and links within the tool. So instead of just a template, they also got some links and some helper text. They felt some questions were repetitive or not relevant to them, but they did understand. And they overall, they could see the benefit of having data management strategy from the beginning of a project rather than halfway through. Admin reactions, so all those other people involved: it was good to have a clear workflow and version control. It uncovered some interesting data issues of our groups we would not have known about otherwise. And in general, a lot more education of researchers is needed, and then possibly monitoring of the implementation of these plans, but that's still unclear at this stage. So that's our presentation. I'm happy to take questions also in German. That's perfectly fine. And sorry for running well over 1 minute. No problem. Thank you so much. Dann werden wir, glaube ich, wieder ins Deutsch wechseln, wenn es in Ordnung geht. Genau, vielen Dank für die tollen Vorträge und für die Einblicke in die Arbeit im Bereich Support für Forschungsdatenmanagement an IST Austria. Wir hatten da eine Frage im Chat an Patrick zu dem Thema, Feld für Ownership, Datenbesitzer. Bitteschön. Ja, sagen wir mal, es kommt darauf an, ob wir das ausfüllen, weil wenn die Daten bei uns generiert werden, ja. Aber beim Kooperationsprojekt ist das natürlich nicht immer so klar. Aber das gilt halt für Daten, die rein am IST produziert werden. Auf unseren Maschinen ist erstmal klar, die Daten gehören erstmal dem IST. Der Researcher bekommt dann automatisch gewisse Verwertungsrechte. Das ja, aber sie gehören auch dem IST. Das ist eine sehr spannende Frage, Katharina. Entschuldigung. Kurz vielleicht die Begründung, das ist ganz interessant vielleicht für alle. Bei uns sind halt wirklich alle angestellt und damit hat unser Legal Office gesagt, es sind Arbeitsergebnisse. Und Arbeitsergebnisse sind einfach legal, einfach dadurch, dass es durch unsere Arbeitsverträge deckt, dass diese dem IST gehören. Das ist der ganze Hintergrund, warum wir das so einfach so machen können. Selbst alle PhD-Studenten sind bei uns voll angestellt. Also das ist vielleicht noch so ein bisschen Hintergrundinformation, weshalb das so einfach geht bei uns. Ich hätte eine Frage. Nutzt ihr die DMPs dann auch beim Support von Wissenschaftlern so als Best-Practice-Beispiele, intern zumindest? Weil, wie gesagt, beim FF selbst werden wir oft gefragt, gibt es Beispiele, und wir veröffentlichen die DMPs nicht, aber ist es zumindest intern beim IST so oder beziehungsweise auch an anderen Forschungsstätten, dass die gesammelt werden und dann als Best Practices auch anderen zur Verfügung gestellt werden? Wird das umgesetzt?
Ja, wir haben zwei Forschergruppen, die uns die Erlaubnis erteilt haben, ihre Datenmanagementpläne anderen am Institut zugänglich zu machen. Und dann können wir innerhalb des Tools die praktisch als Lesende hinzufügen und sie können sich diese Data Management Pläne als Beispiel anschauen. Wir haben insbesondere darauf geachtet, dass wir sehr unterschiedliche Fachbereiche haben. Der eine Beispiel ist also aus der Biologie, was sehr experimentell ist, und der andere ist bewusst aus der Mathematik, wo es dann wirklich aufkam, ups, die haben ja auch Daten. So, weil wir, wo man am Anfang eben gerade nicht daran gedacht hat, die haben jetzt auch mit Daten zu tun. Aber wenn man genau darüber nachdenkt, kam plötzlich raus, ja, auch Theoretiker haben plötzlich Daten. Und ja, und deswegen, da ist für uns auch ein sehr schönes Beispiel. Wir haben speziell jetzt die Forschungsgruppe auch angesprochen, ob wir den teilen dürfen. Genau aus dem Grund. Super, vielen Dank. Gibt es da noch andere Fragen, Patrick oder Anna? Gerne auch persönlich, und wie man die E-Mail-Adressen standen jetzt nicht drauf, aber Google us. Ich hätte noch eine Frage tatsächlich. Habt ihr gesehen, seit der Einführung des Tools, dass das einfach, ist das verpflichtend, dieses Tool? Das wäre die erste Frage, das zu nutzen bei allen FF-Projekten jetzt. Und wie ist die Beratungssituation? Ich gehe davon aus, seitdem es das Tool gibt bei euch, ist die Beratung wahrscheinlich intensiver oder ihr seid da mehr involviert? Neil? Yeah, I can take that. Okay, thanks. So, we really tried to have made it, we have a how-to that steps them through how to use the tool. And the tool should not be more work. The tool should make things easier. That's the main thing. So it's not just the questions. There's also some supporting text there to give them some background to what the answer should contain. You know, what do they want to hear in this answer? What do you need to demonstrate? And so, if they really don't want to do it, and one person just printed out the FAF template and sent it back to us by internal post, handwritten, so not even typed, where we had to type it in. We would go then and then afterwards put it into the tool. So we want as full a database as possible. And so that every data management plan that we've put together for the FAF or Horizon 2020 are in there eventually. We go back and put them in. So there is, at the moment, there is still some learning processes and education of researchers. Ja, was natürlich auch durch das Tool ermöglicht wird, es ist ein lebendes Dokument, also es ist ja eigentlich so vorgesehen, dass es ein lebendes Dokument ist. Und bei in dem Fall, wo man es praktisch nach Hand ausgefüllt bekommt, da kriegen wir ihn ja nicht diesen Charakter des Living Documents in, sondern es ist eigentlich die Hoffnung, dass sie mit dem Tool den auch weiter pflegen können und halt weiter im Projektverlauf darauf aufbauen können, weil jede Einreichung und jeden Bericht können die einen Snapshot ja auf Knopfdruck erstellen. Also ich glaube, die EU will ja zwischendurch den sogar noch öfter haben. Da kann man dann praktisch bei jedem Bericht praktisch einmal sagen, so jetzt Snapshot erstellen, und dann schicken wir diese Version jetzt für den Bericht wieder mit. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass wir das über das Tool auch abbilden können. Natürlich immer, wenn man was Neues einführt, das ist nicht immer gleich, wird der Sinn gesehen. Ist ja auch mit den Data Management Plänen so, dass sie nicht jedem Wissenschaftler sich gleich erschließen. Aber wir haben jetzt schon für neue Wissenschaftler, die kommen. Ich hatte schon Anfragen, bevor er anfängt. Ja, und wo packe ich denn meine Forschungsdaten bei euch hin? Wo kann ich denn die publizieren? Was ist denn eure Empfehlung? Und ich glaube, da ändert sich das gerade auch, das Denken bei den Wissenschaftlern. Gerade dank der vielen Requirements von den Fundern wahrscheinlich auch. Weil ich glaube, es ist was Gutes, dass man sich darüber Gedanken macht. Also die Leute, die sich wirklich damit beschäftigen, das hat Neil ja auch gesagt, das ist wirklich auch, es kann auch zu einem Erkenntnisgewinn führen. Wunderbar, da würde ich dir genau zustimmen, Patrick. Vielen lieben Dank. Ich möchte mich an dieser Stelle jetzt nochmal bei allen Vortragenden für die tollen, spannenden Vorträge bedanken. Vielen Dank, Katharina, Axel, Susanne, Barbara, Patrick und Neil, für die wirklich spannende Informationen und Einblicke in eure Arbeit und eure Arbeitsbereiche.